Der Horror, das dieswöchentliche Angebot an Filmen ist der Horror. Und deswegen reden wir heute über Horror. Und zwar hat jeder 5 Tipps mitgebracht, die es zu streamen gibt. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Einer wieder mal etwas anderen Folge Kino Plus, denn dieses Sommerloch, nennen wir es mal Sommerloch oder Corona-Restloch oder keine Ahnung, wie man diesen Zustand auch nennen soll, das zwingt uns hier wirklich echt auf den Boden, beziehungsweise stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Aber diese Herausforderung haben wir uns gestellt und das mache ich heute zusammen mit Sean, der mal wieder da ist, mit Andy, der mal wieder da ist, aber erstmals mit Julia. Hallo. Streamerin, Freundin des Hauses, Tätowiererin, die jetzt sich hier mal angeschlossen hat und die mit dafür verantwortlich ist, warum diese Sendung heute so ist, wie sie ist. Denn. Ja, stimmt. Ach so. Das stimmt. Ja. Julia hat gesagt: Ey, komm, ich will mal über Horror reden. Ach so. Ja, ich kenne mich gut aus in dem Thema, ich bin voll drin in dem Thema, ich mag das Thema und. Lass uns doch mal über Horror reden. Habe ich gemeint, okay, wir versuchen einen Termin zu finden, weil das ist bei dir nicht so einfach. Ja, das stimmt. Mit den Terminen ist immer ein bisschen schwierig, aber da passe ich mich natürlich sehr gerne an. Also nochmal danke, dass ich hier sein darf. So Horror und ich, das ist eine große Liebe. Schon immer gewesen. Siehste. Deswegen sehr, sehr cool, dass wir das heute besprechen. Und weil halt im Kino wirklich absolut nichts läuft, ja, und auch die Streamingdienste nicht so wirklich was anbieten, habe ich mir gedacht, ja komm, dann machen wir doch die Not zur Tugend. Ich erfülle dir deinen Wunsch und wir geben euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf die Watchlist. Und ja, wir checken halt einfach, was so auf den Streamingdiensten vorhanden ist, wenn man denn jeweils ein Abo dafür hat. Das heißt, es soll heute darum gehen, dass jeder 5 Filme mitgebracht hat, die es auf den gängigen Streamingdiensten im Abo gibt und die unserer Meinung nach als Horrorfilm empfehlenswert sind. Mhm. Ist das richtig? Das ist korrekt. Super. Gut, dann hätten wir das. Schon mal erklärt. Und darüber hinaus gibt es natürlich aber noch ein bisschen was anderes. Ich habe nämlich noch ein kleines Billig oder Willig vorbereitet. Und tatsächlich gibt es auch noch ein paar Mediathekentipps, weil die konnte ich dann doch nicht liegen lassen. Da fand ich. Was ist denn mit Avatar? Läuft der nicht auch wieder an, der erste Teil? Avatar läuft heute an, ja, aber da kommen wir darauf gleich zu sprechen. Ja, der ist wieder im Kino jetzt, habe ich gesehen, ne? Ja, ja, genau. Sagen, er guckt sich den immer wieder gerne an. Ja, ja, ich hörte davon. Mir auch. Aber ich finde den tatsächlich gut. Ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freude, aber ich finde den immer gut, wenn ich ihn anmache, finde ich ihn auch gut. Ich habe ihn angemacht neulich bei euch, als wir bei mir saßen. Ja, da haben wir die Endschlacht geguckt. Haben wir den Anfang und die Endschlacht geguckt? War super. Reicht auch einfach. Genau. Extended Cut oder normal? Extended, weil Eddie kannte das Intro noch nicht auf der Erde. Das in 3D oder nicht 3D? Ich weiß noch nicht mal, ob mein Fernseher. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht mal mehr weiß, ob mein Fernseher 3D kann. Weil ich finde, das macht den Film auch exorbitant besser. Wenn aber du den in 3D aber auf guckst. Auf dem TV? Ja, ich habe so mit so Brillen. Du hast echt eine 3D-Brille? Nutzt die noch heute? Nein. Ich kenne auch niemanden. Jeder kauft sich einen und dann guckt man sich einen Film damit an. Und dann es ist aber genauso. Ich habe mir auch, das ist der einzige Film, den ich in 3D habe. Und den habe ich genau dreimal geguckt und dann nie wieder angepackt. Aber gut, wenn sich einer in 3D lohnt, dann der. Ne? Also ich meine, genau, das war halt der große Vorteil. Was ja die große Ernüchterung nach Avatar war, waren ja diese ganzen konvertierten Filme plötzlich. Oh ja. Die waren so schlecht. Oder wo du nur so Tiefe hattest dann nachher. Oder zwei Ebenen. Ja, ganz. Ja, richtig schlimm. Wie diese Bilder, die man so. Ich weiß noch, diesen, wie hieß der, Zorn der Titanen, dieses Remake. Oh Gott, ja. Auch mit Sam Worthington in der Hauptrolle, glaube ich. Ich hab gedacht, was wollt ihr mich verarschen? Wirklich, ich komme von Avatar und jetzt kommt das. Und nee, das kann doch nicht sein. Also ich fand es erstaunlich, wie wenig, sag ich mal, natives 3D dann doch letztendlich umgesetzt worden ist und wie viel eigentlich nur konvertiert wurde. Ja, sehr schade. Hugo war noch ein. Hugo und ich glaube hier Paul W.S. Anderson hat mit einem der Resident Evil Filme, also zumindest mit einem, ja, doch. Hat er auch in nativen 3D gedreht, also mit diesen speziellen Kameras und ja, aber da war auch nicht mehr so viel. Was? Gravity, glaube ich, noch, oder?
Ja, den habe ich auch in 3D gesehen. Das war auch cool. Aber ich glaub, das war auch echtes 3D. Ich habe den nicht in 3D gesehen. Gibt's denn in 3D? Ja. Da wird es ja auch Sinn machen. Flash, ne? Gerade die ersten 20 Minuten. Ja, also, und der wirklich auch, da habe ich gedacht, ey, geil, jetzt habe ich den Sinn mal dahinter verstanden. So, weil Gravity war halt wirklich in 3D für mich ein Erlebnis auch. Ja. Ich meine, der ganze Film ist für mich schon geil und der Anfang ist super. Ja. Und, aber das in 3D zu sehen, war auf jeden Fall Bombe. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen? Also unabhängig davon, was worauf ich mich jetzt vorbereitet habe, genau. Also ich habe als letztes Lost in Translation gesehen. Den habe ich nämlich mal wieder gefunden auf den Streamingdiensten und ich muss so sagen, ich liebe ihn einfach sehr. Ich liebe ihn einfach sehr. Mhm. Und ich war auch wieder direkt so, ach, ich habe ihn schon so oft gesehen, aber es jedes Mal so, als würdest du wieder von vorne gucken. Du kannst wahrscheinlich gar nicht erklären, warum, ne? Nee, genau, der hat einfach so einen Vibe. Der hat für mich auch so dasselbe Vibe-Level so wie Her. So, das ist so, irgendwie schwingt das so auf einer Ebene. Ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie berührt er mich, aber ich weiß auch gar nicht genau, warum. Aber es reicht dann auch schon. Ja. Und dann habe ich noch Nope geguckt, der wiederum heute nicht besprochen werden kann, aus Gründen. Aber den habe ich dann auch noch als letztes gesehen. Wie fandst du den? Ich muss sagen, ich fand den super. Aber ich bin auch ein riesen Fan von Pelé, heißt der ja, der Regisseur, ne? Peele, okay. Ich muss sagen, so dieses ganze Get Out und wie sie nicht alle heißen, finde ich mega. Also der Vibe total für mich. Mir hat sich diese Affengeschichte nicht erschlossen. Das war für mich nicht klar genug. Ja. Erst danach, als ich mich dann so reingelesen habe, ich sag so, deswegen reagiert er so, wie er reagiert und so. Aber unabhängig davon fand ich das wieder von der Regie her und vom Schnitt und von der Ruhe und der Seriosität und allein, und sei es nur dafür, dass er guckt kurz zum Richtung Himmel und dann siehst du so 5 Frames. Mhm. Ja, aber es hat auch schon gereicht. Hinten hinter der Wolke verschwindet. Ich so, oh, das ist so gut, genau das mag ich. Aber ich hatte so die Ahnung, dass der vielleicht diese Affengeschichte reingebracht hat, um schon so ein bisschen den Ton zu setzen. Das ist klar. Ne? Aber was so ist für die Story nachher? Gar nichts wahrscheinlich. Naja, das sollte hier den Herrn mit dem Cowboyhut erklären, warum der so eine Egalhaltung. Der Herr mit dem Cowboyhut, also das mit dem Affen. Okay, mal. Spoiler, bitte. Also, das mit dem Affen ist für mich halt einfach, also ich habe es so gedeutet, dadurch, dass der Affe ihm den Fistbump gibt, war er der Überzeugung, dass er selbst mit einem so wild gewordenen Tier, das vom Mord nicht zurückschreckt, irgendwie kommunizieren kann, irgendwie auf einer Welle liegt. Also ich glaube, er hatte halt so eine Art Selbstsicherheit, eine trügerische Selbstsicherheit, die er halt auf dieses andere Vieh übertragen wollte, weshalb er dann irgendwie geglaubt hat, er kann es anlocken oder kann mit ihm irgendwie eine Verbindung aufbauen oder sonst irgendwas. Und das ist ihm halt zum Verhängnis geworden. Warum? Ja. Warum trügerisch? Naja, was ist sein Fehler? Naja, weil er glaubt, er kann ein wildes Tier oder eine fremde Kreatur, die er nicht kennt, kann er zähmen, beziehungsweise irgendwie. Aber warum hat er das beim Affen fälschlicherweise geglaubt? Naja, weil der Affe irgendwann sich abgeregt hat. Weil er ihm nicht direkt in die Augen guckt. Und das halt auch. Ja, stimmt, da war ja diese Tischdecke, ne? Die Decke war über seine Augen und das wurde irgendwann erwähnt, dass wenn der Affe jemanden in die Augen guckt, dass Aggression entsteht. Ja, aber ich meine, Dings, Daniel Kaluuya. Okay. Das ist kein Fernsehrahmen diesmal. Ja. Daniel Kaluuya sagt ja nochmal, es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Ja, du kannst ihm in die Augen gucken, dem Pferd zum Beispiel, und dadurch kannst du dich getriggert fühlen. Es kann aber irgendwas anderes sein. So, es gibt immer diesen einen Moment, bam. Und ich glaube, das sollte halt eben diese ganze Geschichte mit dem Affen symbolisieren, dass es halt nicht wirklich sicher ist, mit einem Tier oder halt mit irgendeiner fremden Kreatur, die man noch gar nicht kennt, irgendwie zu kommunizieren oder dass man das immer durchblickt hat oder dass man das wirklich so ein bisschen Grizzly-Man in der Lage, ist, das zu beherrschen. Ja, ich hatte mir dann auch extra noch mal im Nachgang so ein paar Erklärvideos, sage ich jetzt mal, angeguckt. Ja, weil mich das ja auch total interessiert hat, ne? So, weil der Film ja in so, auch meiner Meinung nach, so ein bisschen in verschiedene Parts so unterteilt war. Der hat sich halt nicht angefühlt, als wäre der so am Stück erzählt worden, sondern immer so ein bisschen so blockweise. Und da dachte ich, da gucke ich auch mal rein. Aber das war tatsächlich so ein Punkt, den haben sie nicht unbedingt aufgegriffen, den du gerade gesagt hast. Finde ich gut. Ja, finde ich sogar besser als das, was ich gesehen habe eigentlich. Aber ey, das kann man ja auch wirklich vielfältig interpretieren. Das finde ich ja das Schöne. Total. Diesmal ist dieser Film irgendwie so offen für Interpretationen. Ja? Also man kann sowohl das Gesellschaftskritische da reinlegen, man kann das Filmische da reinlegen, man kann irgendwie die Sensationslust eines jeden einzelnen Zuschauers da irgendwie drin sehen. Also deswegen, ich finde das cool. Aber das hat er ja sowieso total drauf, ne?
Themen zu nehmen, von denen man erstmal denkt, oh, was ist denn das? Und dann funktioniert es richtig gut, ne? Weil dann nochmal ein anderer Horror drin ist. Ja, genau. Ich finde nur drei Irritationen. Also mich hat das irritiert, weil ich verstehe jetzt mittlerweile, was die Szene am Anfang sollte oder die ganze Storyline mit dem Affen, wie du gerade erklärt hast. Ich war nur, als ich im Kino saß, habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich gespannt. So, 30 Minuten vorher, wie sie das wohl mit dem Affen jetzt auflösen? Ich war die ganze Zeit der Meinung, da kommt eine Erklärung und dann kommt das nicht. Nee, Moment, was ist jetzt mit dem Affen? Ja, das hat mich irritiert. So, ja. Das hat mich irritiert. Ja. Das andere habe ich gerade wieder vergessen. Aber es ist doch schön, dass man irritiert wird. Also Irritation muss ja nicht unbedingt immer nur schlecht sein. Nein. Hab ich hier jemals gesessen und gesagt, es gibt nur schlechte Irritation? Nee, und wir werden, glaube ich, über eine jede Menge davon sprechen. Ja. Aber lass uns schnell weitermachen. Ja. Nope. Super. Bei mir war es auch Nope im Kino zumindest. Ja, gut. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich mochte den auch sehr gerne. Auch die Grundidee dahinter, was es mit dem UFO auf sich hat, fand ich ziemlich geil. Aber hat sich dir das erschlossen? Sind wir noch im Spoiler? Ja, ja. Hat sich dir das erschlossen? Nur kurze Zwischenfrage, was es am Ende sein soll? Was es sein soll? Oder die Symbolik? Die bildliche Symbolik? Das hat sich mir nämlich überhaupt nicht direkt, ich weiß jetzt nicht, worauf du gerade hinaus willst, aber die Tatsache, dass es eben kein Raumschiff ist, sondern ein lebendes Tier, fand ich einfach eine super geile Idee. Aber dieses Aufklappen. Naja, wir haben ja Spoiler. Also wenn es sich so aufklappt, das ist so ein Engels. Unglaublich geil aus. Machst du auch sehr gut. Ja, so Engelssymbolik. Ja. Unter anderem kennt man das auch aus. Bitte, können wir das mal. Den roten Drachen für die. Mach das wir gleich noch. Ja, der rote Drachen, stimmt. Ja. Mach das noch mal bitte. Red Dragon, das Bild. Können wir eine Close kriegen von ihm? So, jetzt hätte ich gerne das Nope, ihn als Nope-Plakat. Guck mal nach oben. Gut. Aber eigentlich muss was aus seinem Mund noch so rauskommen. Genau. Boah, das fand ich auch so super. Jedes Mal, wenn du denkst, jetzt würde ich abhauen, genau in dem Moment sag ich immer, nope. Und dann klappt es wieder was aus. So, oh, okay. Aber sorry, wir reden zu lange. Ja. Aber ja, du fandst den. Also, man kann ja, wir haben einen Spoiler, man kann ja sowohl ein Auge darin sehen oder eben eine Kamera. Ja, die Kamera habe ich halt auch mal drin gesehen, das stimmt. Aber ist das, worauf du hinaus wolltest mit dem? Auge, Kamera? Naja, diese Öffnung. In der Mitte. Habe ich nicht als solches interpretiert. Muss man nicht? Kann man, finde ich. Ja, ja, aber deswegen, vielleicht ist es auch in ein amerikanisches Thema, ein religiöseres Thema, dass vielleicht ein amerikanischer Zuschauer sofort am Ende geschnallt hat, ach krass, das sieht ja aus, wie man sich früher Engel vorgestellt hat oder so, oder wie man das aus alten Gemälden kennt. Deswegen hier das Blake-Gemälde, Red Dragon. Sowas fand ich spannend, aber es ist halt schade, dass ich mir das beim Gucken nicht erschlossen hat. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist der einzige Haken. Ich aber auch nicht, muss zugeben, ich habe das irgendwie als Mund. Nachher kannst du ja gar nichts mehr erkennen. Denkst du, was ist das denn jetzt auf einmal? Geil, ja. Plötzlich Botanik. Ja, ich musste an Neon Genesis denken. Das war auch eine Inspiration, hat er gesagt. Mhm. Und Akira, Motorradmoment. Und ich saß im Kino, ich weiß nicht, wer neben mir saß. Ich glaube, Cynthia nicht so. Das ist ein Akira-Zitat, 100%. Und ich gehe danach nach Hause, guck den ersten Klick auf YouTube mit dem Interview mit Jordan Peele. Ich klicke das an, das Erste, was der Interview-Typ sagt. Sag mal, hier, der Akira-Moment, der wäre geil. Und Jordan Peele so, ich konnte nicht widerstehen. Geil. Sehr gut. Kannst du auch nichts falsch machen. Nee. So. Naja. Nee, so in der Kürze. Und wenn du so sicher bist, was das Bild angeht, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Stimmt schon. Mhm. Noch was, außerdings? Also, das war Kino. Zu Hause habe ich tatsächlich das letzte Film Predator 2 geguckt. Und den fandst du nicht so gut. Ja, ich war überrascht, weil als Teenager fand ich den so sehr cool. Nie so gut wie den ersten, aber halt einfach cool. Und dann war ich doch erschrocken, wie trashig und B-Movie der ist. Richtig trashig. Also so deswegen habe ich gesagt, dass Prey besser ist als Teil 2. Ja, so, ich war echt erschrocken sogar. Und aber das Ende war immer noch geil. Willst du ein Bonbon? Also ich weiß nicht, ich finde den geil. Unterhaltsam. 1990 sogar. Der ist richtig neu. Dafür sieht er aber aus, als wäre der irgendwie 10 Jahre in der Vergangenheit hängen geblieben. Ja, der ist halt auch, ja. Aber er hat keinen guten Stil. So. Ja, der hat so diesen typischen 90er-Jahre Großstadt-Thriller-Stil eigentlich, zumindest am Anfang. Dann kommt aber diese wirklich übertriebene Action, die schon wie Proto-Michael Bay wirkt. Ja, absolut, ja. Und obendrauf der Predator. Aber ich muss sagen, dieser ganze Endkampf, wie er sich halt über diese ganze Stadt zieht, so, ja. Ja, das ist cool. Das großartig. Ist echt cool gemacht. Und das generell das Ende auch sehr nice. Ja, ja, ja. Gut. Mhm. So, kriegst du es schnell hin? Wir waren schon zu lange. Ja. Nee. Nee, okay, nee. Dann machen wir nach der Pause. Was? Was hast du zuletzt gesehen? Ich wollte vorbereitet sein auf meine Empfehlung für nachher und habe deswegen einen dieser Filme, die ich empfohlen habe, nochmal mir teils angeguckt, weil ich mich nicht mehr so ganz erinnern konnte, aber ich weiß nur noch, dass ich ihn so gut fand. The Empty Man.
Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, aber das können wir nachher nochmal sagen. Ja, eigentlich fand ich den wieder gut, muss ich sagen. Also du hast geguckt, was ich noch geguckt. Ja, achso, ja, dann habe ich mir halt nochmal Endor angeguckt, die drei Teile, da reden wir auch nachher nochmal drüber. Ja. Battle of Endor, diese Ewok-Filme. Oh ja, Battle of Endor. Boah, der ist. Den habe ich sehr oft gesehen. Ich mag den zweiten. Ja, mach ich auch. Mal sehr. Ja. Und ansonsten habe ich wieder angefangen, Charlie Kaufman-Filme abzuarbeiten. Also ich habe erst angefangen mit Being John Malkovich natürlich, so als Kicker. Ja, den hatten wir ja. Den hatten wir da letzte Woche geredet. Habt ihr? Ja, ach so, ja. Ach, wie cool. Okay. Also der war auch wieder super. Dann habe ich, und das ist ja eigentlich mein Liebling, Adaptation. Aber angeguckt. Ich, der ist muss so geil anstrengend und so negativ. Ich muss es noch einmal fragen. Heißt der Adaptation oder Adaption? Nein, Adaption. Der heißt Adaption auf Deutsch? Adaptation auf Englisch. Ja. Okay, alles klar, weil das bringe ich immer durcheinander. Adaptation, Adaption. Ja. Aber das ist so smart, ey. Ich meine, ich habe den damals schon verstanden, so. Aber ich habe nie verstanden, warum die zweite Hälfte so komisch schlecht ist. Und jetzt gucke ich den mir nochmal an. Ich so, ach, da übernimmt ja sein Zwillingsbruder das Script. Ach so, und deswegen wird das jetzt alles so albern. Aber das habe ich damals tatsächlich, diese Meta-Meta-Meta-Story. Also er schreibt, Charlie Kaufman schreibt diesen Film darüber, wie er versucht, diesen Film zu schreiben. Auf Grundlage eines Buches, in dem es nur um Orchideen geht. Nee, es klingt so klingt nach Charlie Kaufman. So und das fängt an, wie er davor sitzt. Nicolas Cage als Doppelrolle. Eine, wenn nicht sogar, okay, beste Rolle. Ich fange jetzt an zu schreiben. Boah, ich schwitze. Ich muss weiterschreiben. Lieber einen Kaffee, danach habe ich Lust. Ja, jetzt einen Kaffee holen. Nee, dann habe ich wieder keine Lust. Ich so, das ist genau so läuft das den ganzen Tag. Du wirst es wahrscheinlich auch wissen. Ja. Ey, das ist so cool. Das macht so einen Spaß. Und der Film hat mir Off-Texte für immer zerstört, ne? Ja. Vor also, seitdem. Was ist es Brian Cox oder so? Irgendwann geht er zu so einem Uni-Professor, weil er halt wirklich keine Ahnung mehr hat, was er machen soll. Und ich glaube sogar auf Anraten seines Bruders, ne? Das ist ja der Drehbuchgott. Genau. Sein Bruder empfiehlt ihn halt, er soll das irgendwie machen und soll halt irgendwie mal das Buch lesen oder soll halt mal zu dem Typ gehen, weil der weiß, wie man Drehbücher schreibt. So, ja? Und das sagt er halt. Und das sagt er halt einem Charlie Kaufman, der schon echt geile Drehbücher vorher geschrieben hat, die halt auch wirklich Teil des Films so sind, so. Und dann geht er da hin und dann hält Brian Cox so einen Monolog darüber, wie scheiße Off-Text ist und wie faul. Und das ist doch richtig. Ja, aber trotzdem. Es sei denn, es geht nicht anders. Ja, aber es sei denn, es geht nicht anders. Oder ist gut, das ist gut. Würdest du bei Goodfellas das beanstanden? Natürlich nicht. Ja. Setz nochmal eine Story auf die Story obendrauf. Aber wenn du dich damit durch den ganzen Film heimelst, weil du es nicht mit Bildern erzählen kannst, weil du doof bist oder untalentiert, dann ist das halt peinlich. Das hat einen einfachen. Also habe ich mir überlegt, was ich als nächstes tue. Ich gehe jetzt ins Haus und hole mir meinen Vertrag. Ich weiß, es gibt. Meta kann es sein, ja. Es gibt negative Beispiele, aber es gibt auch gute Beispiele. Das stimmt. Und trotzdem, wie gesagt, das, was er da sagt, das hat sich so bei mir ins Hirn gefressen. Ich kann keinen Off-Text mehr wirklich einwandfrei genießen. Ja, so, weißt du? Also das ist halt wirklich furchtbar. Und was mir gerade einfällt, er ist ja auch nachher, Kaufmann ist ja total schüchtern. Kennst du den Film? Ich kenne ihn nicht tatsächlich. Kennst du Charlie Kaufman? Ja, kenne ich. Okay, der ist ja verrückt, ne? Mhm. Ja, singe mit. Also, da sind wir es gibt niemanden, der so krank. Okay. Ich wollte gestern eigentlich Synod in New York nochmal gucken, aber ich weiß, dass das so ein Krampf letztes Mal war, dass ich dachte so, oh, hoffentlich bin ich jetzt reif genug dafür. Weil der so, das ist ja nochmal, das ist ja wie dieses berühmte Musikvideo von Björk, wo sie dieses Theaterspiel auffüllt und dann ist ein Theaterstück im Theaterstück und es wird immer kleiner und immer kleiner und dann gibt es diese riesen. Lindy Happy oder wie es heißt? Nee, das ist hier Bachelorette. Egal, komm. Ja, da machen sie es genauso und in diesem Film ist es genauso. Aber ich finde es so toll, dass er, obwohl er so berühmt ist, dass er dann sowas, also Sachen einbaut, wie er am Set von Being John Malkovich dann ist und keiner wartet ihn und dann gucken sie sich die Szenen an, wie die Szenen gedreht werden. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warte mal, das könnte doch alles echt sein, dass sie das da schon irgendwie mit einer Videokamera gedreht haben. Ah, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie es nachgedreht. Aber das wäre schon stark, ne? Mhm. Also vorher so ein bisschen was aufnimmt, das dann reinpackt, das ist schon klug. Ja. Wäre schon geil, aber glaube ich nicht. Oder dieser geile Moment, wo seine Frau, wer ist die, Schwarzhaarige, die immer diese herben Figuren spielt, auch Being John Malkovich. Ah, wie heißt sie? War das hier Kathleen Hahn? Catherine Keener, ne? Oder Keener. Ja, ja. Catherine Keener.
wie die dann am Ende, wenn, ach, das ist ja so eine absurde Geschichte. Ich komme von Anderson Song, vergessen wir. Ja. Direkt so. Gut. Ich habe es erst mal Letterboxd gesehen, den ganzen Charlie Kaufmann-Film. Ist aha, was passiert da gerade? Ja, ja, ich bin immer so Phase, wo ich dann das abarbeite. Aber Synod Dine oder wie man auch immer. Den muss ich noch gucken. Das ist der einzige, okay, der mir noch fehlt. Liste, kommt auf meine Liste, die krass. Wir uns jetzt wieder. Er hat jetzt eine Liste angelegt mit Filmen, wo ich sage, ey, die muss ich noch sehen. Und, können wir uns da nochmal zusammen. Ah, nice, nice. Genau. Es war nett, dass du das viel übernimmst. Ja, aber das sonst vergessen wir es sofort. Hier, das hatte ich aber neulich mit Gaspar Noé nochmal. Also hast du die auch noch gerade mit Kaufmann hast. Ein paar Monaten genau, habe ich wieder alle mir durchgeballert. Also Scheiße, können wir jetzt eine Stunde drüber reden? Ja, lassen wir mal. Kriegt hier noch jemand eine welche Krise? Welche findest du denn am besten von ihm? Also oder sagen wir am interessantesten? Enter the Void. Meine auch, Enter the Void. Ja? Ja. Ja, ich kann mich noch mal wieder angucken. Also, oh, kontrovers. Nee, ich liebe den auch. Ich liebe den auch. Ja. Ich finde ihn nur wahnsinnig anstrengend ab der Mitte. Ist er auch. Mhm. Und ich liebe halt, und ich weiß, es ist schwer, komisch das zu sagen, weil ich liebe Irreversibel halt wegen der Idee und der Machart und des Schnitts und der Kamera und alles und wegen der Härte. Ich finde das einfach, auch wenn ich mir die Vergewaltigungsszene nicht ein einziges Mal am Stück angucken konnte bisher, und ich habe den sehr oft schon gesehen. Ich musste immer abbrechen. Spätestens nach 5 Minuten kann ich nicht mehr. Ja, ist auch sehr unangenehm. Ja, allerdings. Also ich glaube auch, dass ich bei Irreversible bin. Ja, krass. Weil den finde ich halt vom Gesamtkonzept her, finde ich den einfach zu geil. Okay. Ja. Aber Enter the Void ist natürlich auch ein Brett. Ja. So, Brett. Mal zum Thema. Wollen wir schon mal ein bisschen einen ersten Ausblick auf kommenden Horror werfen? Gerne. Ich habe 2 Trailer gefunden für Billig oder Willig. Die können wir uns mal angucken. Oh! Bitteschön. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch mal mit etwas Ungewöhnlicherem an. Disney hat im Rahmen der D23 noch einen Trailer präsentiert im Bereich MCU, Marvel. Werewolf by Night. Habt ihr das gesehen oder habt ihr das mitbekommen? Ja. Ja? Ich hab's nämlich auch noch nicht gesehen. Und Albi meinte schon, der Trailer, man muss da wohl noch mal hinschauen, genau. Denn das wirkt nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Deswegen, bitteschön, Werewolf by Night. Geht wohl um 2 Menschen, die sich in Werwölfe verwandeln können. Was ist denn und das? Pass auf. Von und das Besondere daran ist, das wird so ein Special Feature. Das wird so ein kurzes Ding an Halloween. The shock, the terror of Werewolf by Night. Tonight it is every hunter for them. Sind die das durch? Ja, offensichtlich. Oh, schön. I'll be rotting for you. Vor allem war das fast das Bloodborne-Intro. Hier, du hast Geschmack. I can't wait to find out what breed of evil you are. Was ist das hier? Das ist halt nicht typischer Disney-Content, ne? Gar nicht, überhaupt nicht. Der Garcia Bernal, wie er heißt. Mhm. Der Pelé, oder wen er gespielt hat? Nee. Werewolf by Night. Ja, aber ist Augenzwinkern, oder? Das ist nicht so hart, oder? Hab ich aber auch gedacht. Guck mal. Ja. Das ist wieder in Farbe aufgegangen. Habt ihr das gesehen? Ja. So am Ende. Weil es ja verbrennt. Ja, aber meinst du wirklich, dass es der Verbrennungseffekt sein soll? Oder nicht vielleicht? Ich wollte damit zeigen. Was? Dass die Filmrolle verbrennt. Die schwarz-weiße Filmrolle verbrennt. Also wir du meinst, sind dann wieder im Jetzt so in etwa. Du meinst, es ist, ne? Ja, aber warum spielt dann der Hauptdarsteller in diesem Schwarz-Weiß-Film mit? Weil es geht ja wirklich. Nein, das ist jetzt nur, du guckst auf den Trailer und der Trailer ist schwarz-weiß und am Ende verbrennt die Filmrolle des Trailers für uns so gesehen und deswegen siehst du ein bisschen Farbe. Das wollte ich jetzt nur damit sagen. Ja. Aber ich weiß auch nichts über das Projekt oder was da jetzt. Ich weiß davon auch nichts. Ich weiß auch noch nicht, was ich fühlen soll jetzt gerade. So. Ich fand es erst ganz lustig, aber dann weiß ich nicht. Ja. Ich hätte, also worauf ich richtig Bock hätte, aber das wird wahrscheinlich niemals passieren, dass jemand mal diese 30er, 40er Jahre Horrorfilme, den Werwolf erst derzeit in dem Style nochmal aufleben ließ. Meinst du, das kannst du heute noch machen? Ich glaube, du kannst immer noch mit minimalen Mitteln, auch schwarz-weiß, im 40er-Jahres-Set kannst du wunderbar einen richtig unheimlichen Film machen. Ey, da pflichte ich dir bei, aber ich frage mich halt generell, so Werwölfe, ist das noch ein Ding?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Na, doch. Im Zusammenhang mit irgendwelchen Vampirserien. Nein. Es gab eigentlich schon in letzter Zeit, oder es gab eine Menge kleinerer Filme, die das Werwolf-Thema aufgegriffen haben. Allein der neue Film von, wie heißt der hier? Thunder Road, Jim Cummings. Der hat ja jetzt, den kann man noch Sky streamen, den habe ich auch überlegt. Ich weiß gar nicht, habe ich den dabei? Nee, den hatte ich, glaube ich, überlegt, mit in meine Top 5 aufzunehmen. Der hat diesen Wolf of Snow Hollow gemacht, zum Beispiel. Das war ein Werwolf-Film. Dann gibt's noch den Werewolves bis in. Da geht es, das Werwolf-Spiel hier nochmal adaptiert, beziehungsweise umgesetzt. So. Also Werwölfe sind immer nochmal hier und da schon ein Thema. Und ich finde, das ist nicht so hype wie in den 80ern. Ich wollte sagen, Zeit, da war in jedem Feature-Film irgendwie ein Werwolf. Aber wenn man sich jetzt mal so, die letzten Jahre anguckt, man findet immer mal wieder einen Werwolf-Film. Ob es jetzt hier Werwolf Cop ist oder Where. Ja, aber nein, es gibt immer eine Menge, also es gibt schon ein paar Werwolf-Filme. Dog Soldier, erinnere dich, kann man auch gerade streamen so. Also das sind schon, also ich würde sagen, das Genre ist vielleicht still. Oder klein, aber es ist nicht tot. Ich habe seit 20 Jahren seit 30 Jahren keinen vernünftigen Werwolf-Film mehr gesehen, glaube ich. Also ein richtig harter, richtig, und ich rede nicht von hart im Sinne von schockierend oder laut oder grell oder Piccadilly Circus Action mit Bussen. Das brauche ich noch nicht mal, ja? Dann solltest du dir vielleicht diesen Wer angucken. Ich habe den auch so halbwegs auf dem Zettel. Ich hätte mal gerne wieder einen Film mit Werwölfen, der unheimlich ist. Und jetzt nochmal zum Thema Schwarz-Weiß. Erinnere dich an den Film, den wir gesehen haben als Screener, diesen History of the Occult. Ach, der war auch schwarz-weiß, ne? Der war auch schwarz-weiß. Und mir ist es ich finde, der hat es geschafft, dieses alte Flair zu erzeugen. Ja. Gibt's leider noch nicht, keine Ahnung, wann. Aber dann musst du das ausführen und sagen, das spielt ja auch an einem Set in den 80ern. Ja. Das heißt, es sieht alles aus, als wäre es mit Videokamera aufgenommen im Studio. Das ist ja 1,5 Stunden in diesem Studio. Mit ein paar Ausgängen. So, das passt natürlich. Also, shaky Kamera. Nee, gar nicht. Also, Studiokamera. Ah, okay. Alles so, genau die gleichen Einstellungen und. Und der hat mit seiner Grobkörnigkeit und mit seinem schwarz-weiß Licht- und Schattenspiel, finde ich, kriegt der eine echt schöne alte Atmosphäre hin. Ah, ich mag das. Wenn das dann auch noch so wirklich so das Gefühl so rüberkommt, als würde ich mir einen Film angucken von der Zeit. Ja. Chefkiss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das alles nur in schwarz-weiß machen. Also, glaube ich auch nicht. Ich würde sagen, tatsächlich bricht er noch mal irgendwie in die Farbdimension oder sonst irgendwas. Ist das ein Spielfilm oder eine Serie? Das ist so, glaube ich, ja, ein Mini-Feature. Es könnte sein, dass es vielleicht sowas ist wie hier I Am Groot. Weißt du, dass es so eine Miniserie ist auf keine Ahnung, 3-4 Folgen kurz. Aber Laura Donnelly war die Dame wohl, die wir da eben gesehen haben, wenn ich es verstanden habe. Die soll die Gegenspielerin sein. Achso, dann habe ich die Fehler. Ich muss ein bisschen an WandaVision denken gerade. Wegen it was Agatha all the way. Nicht nur deswegen, aber generell, das fing auch an mit Schwarz-Weiß. Ja, ja. Sitcom-Setting, wie man das nannte. Aber trotzdem fand ich auch den Ton, selbst wenn er trashig war in diesen Schwarz-Weiß-Szenen oder wenn das nicht so, wenn es vielleicht überspitzt war oder ironisch war, fand ich es trotzdem heftiger, so was man gesehen hat mit Hände rausreißen und keine Ahnung. Also für Disney oder Marvel dann generell. Es ist halt Marvel ein bisschen gewagt, ne? Ja, stimmt schon. Also ja, aber andererseits, diese ganzen Zombie-Marvel-Themen werden ja auch verarbeitet. Ich habe nämlich neulich, als du mich gefragt hattest, guck mal auf die Streamer, was es so an Horrorfilm-Tipps gibt, da habe ich nämlich auch geguckt und dachte so, ach nee, bei Disney gibt es ja gar keine Horrorfilme. Dachte ich. Gibt es, man muss halt nur Thriller anklicken. Es ist Genre, als Kategorie gibt es nicht zum Auswählen. Nee, du musst Thriller anklicken oder halt Action. Aber ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt noch das Allerspannendste. Weißt du, wer das inszeniert hat? Wollte ich eben schon fragen. Rob Zombie? Fast. Auch einer, der auch für Musik bekannt ist. Michael. Michael? Moment, für Musik bekannt? Für Musikvideos oder für Musik? Oder erst Musiker? Filmmusik, ja, Musiker. Dann weiß ich's. Warte mal. Michael. Oh Mann. Italienischer Nachname? Ja. Ah, oh, verdammt! Nicht Cimino. Fast. Auch nicht Campino. Giacchino. Ah, ja, okay. Michael Giacchino führt da Regie. Mhm. Warte mal, der Komponist. Der Komponist? Das ist ja weird. Ach, krass. Der für ja Oscar, der Oscar für Oben gewonnen hat, der die Themes von Star Trek zum Beispiel auch, glaube ich, und gemacht Ratatouille hat. Auch. Ja. Der macht jetzt Regie. Witzig. Cool. Interessant auf jeden Fall. Also, One hat er auch gemacht. Reingucken, ich glaube, wenn es so ein Mini-Ding ist zu Halloween. Ja. Klar, natürlich. Oder soll sogar früher kommen, 7. Oktober oder so. 7. Oktober, genau. Bald.
Ja. Na, bin ich schon neugierig. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen spannenden Thema, denn ein Mann, über den wir heute noch ein paar Mal reden werden, hat jetzt das Remake gemacht zu einem Horrorfilm, den wir, glaube ich, alle hier ziemlich schätzen, beziehungsweise der halt allgemein als großer Klassiker gilt und von einem der großen Horrorautoren ursprünglich mal geschrieben worden ist. Hellraiser von David Bruckner hat jetzt einen ersten Trailer und den wollen wir uns jetzt mal reinziehen. Uns David, oder was? Den kenne ich auch noch. Nee, der andere. Beautiful, isn't it? It's really nice. Oh, neu? You can hold it. What is it? It's a puzzle. And it's almost finished. Keep going. So if I solve it, do I get a prize? I do. Er ist als Produzent mit dabei. Natürlich. Er hat ja auch die Rechte wahrscheinlich. Ah, nee, das war ja immer so. Also, ich glaube nicht, dass er die unbedingt noch hatte. Echt nicht? Nee, sonst hätte er die ganzen Schrottfilme ja verhindern können. Sehen wir sie ganz am Ende, die Gang? Achso, da. Die Gang. It's time. Also, zeigt sein Gesicht. Das ist schlau, dass sie das Gesicht nicht zeigt. We wish to see you proceed. Oh, das sah gut aus. Yet their blood, their pain. Oh, man sieht. All for us. Ach, interessant, so ein androgynes Gesicht eher, ne? Ist er das oder ist es ein ist eine Frau? Also da ist jetzt eine Frau oder was? Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder ist es sicher mit dem gleichen Look? Also sie heißt Jamie Clayton und ist eine Trans-Aktivistin. Ja. Die war auch schon bei Sense8 mit dabei. Also im wahren Leben Trans. Genau. Und was insofern halt passend ist, weil Barker den Pinhead in den Büchern nie als männlich oder weiblich beschrieben hat, sondern eher geschlechtlich undefiniert. Ja. Beziehungsweise hat er im Buch eine eher weibliche Stimme. Ja, also die sind die Zenobiten sollen dann alle geschlechtslos sein. Und deswegen wird hier die Wahl der Hauptdarstellerin, ich nehme jetzt mal an, man sagt Hauptdarstellerin, wird da halt sehr begrüßt so, dass man halt jetzt so eine Art, Uneindeutigkeit irgendwie gefunden hat. Find die ich sehr die Pinhead verkörpern. Ja, ist auch richtig zutragend zu der Rolle, dieses Mysteriöse, so was ist es überhaupt, ne? So, dass man da ein bisschen freier ist in der Interpretation, ne? Und ich fand es, also. Ich meine, ja gut, es war sehr dunkel, muss man sagen. Dieses Labyrinth erinnert an Teil 2, was mich sehr freut. Ja, ich war sehr überrascht. Ja. Sogar dieses Leviathan-Kristall-Ding, was da in der Luft hängt. Was diesem riesen Raum da, ganz kurz. Genau. Mhm. Also, dass man... Da hast du gerade eben an die ganz kurz weggeguckt, als man das Labyrinth, so eine Totale von dem Labyrinth sah und diesen... Ich glaube, ich habe es noch kurz gesehen, weil ich gesagt habe, ja. Ja, genau. Das war also wirklich war für mich ein schöner Moment, ja, weil das ja, bedeutet, sie gehen halt weiter in die Welt rein, beziehungsweise sie greifen schon auf mehr als nur den ersten Film zurück. Aber fände ich schön, wenn es dann auch weiterginge dann, ne? Wenn es ein bisschen weitergesponnen würde. Ja, ich hatte ein bisschen Sorge. Also bei Hulu und Prey, den fand ich zwar sehr cool gemacht, aber da hat mir so ein bisschen was gefehlt, so obendrauf, so als Mythologie, als Worldbuilding. Zum Beispiel, dass am Ende noch Raumschiffe von den Predatoren landen und sowas, wo ich dachte, ja, die haben halt nicht das Budget, um das so groß zu machen, ja, aber sondern bleiben jetzt klein. Kommen, vielleicht. Vielleicht. Aber bei Hellraiser. Prey ist ja ein echt Riesenerfolg gewesen. Ja, voll. Recht. Und bei Hellraiser hatte ich ein bisschen die Sorge, es wird vielleicht auch viel zu klein und man sieht all diese coolen Sachen, die ganzen Mythos dahinter, vielleicht nur so ganz klein bisschen. Aber dass man hier das Labyrinth gesehen hat, das hat mich echt sehr gefreut. Also, die Zeigen werden schon. Und auch, ich meine, wie gesagt, David Bruckner, ne? Über den reden wir gleich noch. Der hat zwei Filme gemacht, die auf jeden Fall in euren Listen auftauchen, so. Reden wir gleich noch drüber. Aber andere Beispiele? Also was? The House at Night zum Beispiel. Oder The Ritual. The Ritual. Ritual finde ich richtig schön. So viel haben wir schon mal geteased oder gespoilert. Mhm. Ich finde, der hat schon was drauf. Mhm. Und ich hoffe, der hat jetzt das Budget gehabt und die Freiheiten gehabt, ja irgendwie um seine, sag ich mal, seine
sein Können da irgendwie richtig auszuspielen. Ich fand halt dieser Aufmarsch der Zenobiten da in diesem Gang. Schön, war das schön. Sah das geil aus. Ja. Ich fand die ganz gut designt, muss ich ja, sagen. Auch. Ja, auch. Ich meine, ich kenne den, also ich bin nicht so firm, was das Thema Hellraiser angeht. Ich glaube, ich habe den vielleicht einmal gesehen. Ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich war eher so auf der Freddy-Linie damals. Ist okay. Ist okay. Ich bin auch mehr Freddy, aber gibt's einen so mit keinem Augen, ne? Yeah. Der sah hier aus wie so ein bisschen wie ein Alien. Aus sehr Alien. Glatt, meinst du? Der ja. Chatterer. Ach so, ja, genau. Und das fand ich auch schön designt. Schönes Licht. Und wie heißt der eine, der fette Butterball? Ja. Butterball, glaube ich. War schon aber so lange her soll alles. Die alle ernst nehmen eigentlich? Ist das damals auch ernst genommen? Ja, also den ersten, den finde ich immer noch verdammt mies so in seiner Atmosphäre und auch wie die Zenobiten rüberkommen. Der zweite geht schon so ein bisschen ins Übersriebene, ne? Ja. Wenn dann der Doktor da irgendwie. Ja, das ist albern. Das wird dann halt ein bisschen albern. Das ist dann schon wieder so heavy. Metal-Horror-Plattencover. Ja, stimmt. Das ist aber das ist ja bei vielen Horrorfilmen damals passiert, ne? Dass die dann irgendwann so ein bisschen mehr ins Lustige gingen, ob gewollt oder ungewollt, aber ich glaube, das war auch einfach damals. Ja, aber ne? Das meine ich halt, ne? So wie bei Freddy, ja, ist auch Pinhead spätestens mit dem dritten Teil, ist der halt zum Sprücheklopfer geworden. Ja. Ne? Das war dann die One-Liner-Maschine, so I am the way, bla bla bla. Ja, ja. Stimmt. Und ich meine, mich stört das auch nicht. Ich fand das damals als Jugendlicher cool, aber wenn man sich das heutzutage so rückblickend betrachtet und dann so die ganzen Serien nebeneinander stellt. Ja, ich meine, guck dir die beiden ersten Freitag der 13. Filme an und dann guck dir halt mal, weiß ich nicht, hier, Jason X oder keine Ahnung. Ja, ja. Aber sag mal hier, Dream Warrior, ne? Als du damals Dream Warrior gesehen hast, also den fand ich noch unheimlich. Nightmare 3. Danke, fand ich nämlich damals auch. Der ist richtig stark. Das ist auch mein Liebling aus der Reihe. Wenn Freddy dann sagt, this is it, your breakthrough in primetime, bitch, und haut sie dann in den Fernseher. Yeah. Das ist für mich die geilste Rede. So geil. War das damals schon für dein Gefühl, dass da ist es schon der erste Schritt in Sachen Freddy, der coole Sprücheklopfer? Oder hat es ja, ich finde, Teil 1 und Teil 2 haben jeweils noch eine etwas, wie soll man sagen, so dreuende Atmosphäre, also eine etwas bedrohlichere Grundstimmung so. Mhm. Ja, und der dritte, der ist dann schon so ein bisschen knalliger, so von den Farben, auch weil von die den natürlich, Effekten. Weil die Kinder sich natürlich auch wehren. Ne? Genau. Mhm. So, das hat so ein bisschen mehr Abenteuer, weil es ist ein bisschen Goonies. Das ist dann Goonies oder hier Monster Squad in Hertha. Aber ich fand den trotzdem cool, muss ich sagen. Ich habe den neulich gerade deswegen auch cool. Weil ich sage, eigentlich sind alle auch gut und die hatten auch alle ihre Zeit. Und ich finde es auch nicht schlimm, ne, wie Daniel schon sagte, so dass die irgendwann lustiger wurden. Hat jetzt natürlich den Horror ein bisschen kleiner gemacht, aber die Effekte und die Geschichte von Freddy Krueger ist ja, aber trotzdem also bei Freddy wurde es manchmal schon auch ein bisschen albern, ne? Also ich fand den immer sehr cool, muss ich sagen. Ja, aber ich habe mir die Maske, ich habe mir die Hand früher gebaut. Ich hatte so ein Spielzeug hier. Geil. Ich war so stolz. Ich weiß nicht mehr, ob der vierte oder fünfte war, da gibt es ja diesen einen Comiczeichner mit seinem Phantom Prowler und so, der sich dann halt in seine Comicfigur irgendwie verwandelt und dann hat er so ein Schussduell, so ein Deadpool-Duell mit Freddy so. Ja, ich glaube, das ist im vierten oder im fünften. Ja, aber ich meine, ich fand das als Junge fand ich das geil. Wow, cool hier, zwei Knarren und Maske auf und ja, er macht Freddy fertig und so. Nein, aber Freddy ist cooler und macht ihn dann fertig und bla bla bla. Aber ja, wenn du es jetzt rückblickend betrachtest, ist es schon ein bisschen quatschig. Also es ist schon einfach für Kinder irgendwie eher fast gedacht, als irgendwie wirklich Horror. Das ist eine komische Mischung. Der dritte ist eine komische Mischung, weil es gibt so richtig harte Sachen, ne? Für meine Begriffe, über den Typen, die Seen rausreißt und dann Marionette spielt über der Kirche und er hängt da am Fenster. Ja, das hat sich bei mir eingebrannt. Aber gleichzeitig hast du dann auch plötzlich Freddy, der wie eine Schlange da aus dem Boden kommt und Leute auffrisst, obwohl das ist auch ganz schön hart. Wo seine Arme so lang werden in dem Flur und so. Ja. Also es ist immer so, es könnte albern sein, es könnte auch Muppet Show in Dunkel sein, aber es ist irgendwie auch cool. Das war im ersten, ja, also im ersten. Im ersten? Mit im ersten, wo er diese Arme so lang hat, das war wirklich im ersten auch schon. Da habe ich auch gedacht, das ist Muppet Show, ja. Weil ich glaube, man hat sogar gesehen, dass die Enden an irgendwelchen Fäden gehangen haben. Oder das ist jetzt erst in HD. Oder das ist jetzt erst in 4K. Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber nochmal kurz zurück, um zu Hellraiser zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch richtig, weil ich begleite Hellraiser schon seit so langer Zeit und es gibt ja schon so viele Teile. Ich habe auf jeden Fall die ersten 6 Teile gesehen. Danach habe ich aufgehört. Es gibt, glaube ich, schon 10 oder 11. Was? So viele habe ich gar nicht. 10 Teile? Und ab dem dritten. Also die ersten beiden waren halt auch noch britische Produktionen. Erste von Clive Barker selbst directed, der Autor ist. Ab dem dritten gingen die Rechte nach Amerika, New Line Cinema. Und dann wurde halt so ein zweiter Freddy versucht, daraus zu machen. Die Cenobiten wurden noch die Slasher-Killer. Es wird immer crappiger. Der vierte ist halt eine Vollkatastrophe gewesen. Letzte Teil im Kino. Das war auch krass, weil der Film
Das war einer von diesen Alan Smithy-Filmen, also einer der quasi Fake-Director. Ich glaube, Kevin Jaeger heißt der. Das war einer der Effekt-Guys der vorherigen Filme. Okay. Und der ursprüngliche vierte Teil war auch, der wurde halt komplett zerstört vom von Nolan Cinema im Schnitt. Das habe ich auch recht viel verfolgt und habe irgendwann auch mal das Original-Drehbuch in die Hände bekommen und ein Workprint gesehen und so. Das ist ein komplett anderer Film gewesen vorher. Weil, falls ihr euch noch erinnert, der vierte Teil ist halt so ganz komisch aufgebaut. Beginnt irgendwo in der Zukunft, in so einer trashigen Raumstation. Dann sieht man so ein bisschen in Frankreich in der Vergangenheit, wie irgendwie zum ersten Mal was wie so ein Würfel gemacht wird. Und dann ist man in der Gegenwart mit so einem Architekt. Klingt so ein bisschen wie Highlander mit Monstern. Und das Original war halt so, dass der ganze Part in Frankreich halt ein riesen langer Part war, der komplett chronologisch erzählt war und auch eine ganz andere Story beinhaltet hat, mit ganz anderen zusätzlichen Charakteren und sowas. Und das Studio hat damals gesagt, nee, wir wollen Pinhead sehen. Die Leute wollen Pinhead sehen. Wir schneiden das alles raus, fangen direkt in der Zukunft an, drehen ganz viele Szenen neu mit dem neuen Regisseur, damit wir so früh wie möglich Pinhead kommen und dann erzählt dieser Main-Character, der durch drei Zeiten halt existiert, dann die Story so rückblickend in so kurzen Parts. Und wirklich wie Highlander so ein bisschen. Also da ist echt viel passiert. Danach war es dann halt tot im Kino und super Flop zurecht und dann nur noch Direct-to-Video. Da gab es ein paar Sachen, die nicht so schlecht waren. Nee, ich glaube, dieser Detektivfilm, der soll gar nicht mal so verkehrt sein. Genau, es gab einen, der so ein bisschen Jacob's Ladder war. Nur ein bisschen low-budget, aber hat ganz gut gepasst in die Thematik. Ja, und dann seit, weiß nicht viel, 10, 15 Jahren immer wieder die Rufe nach Remakes und die Gerüchte und so. Doug Bradley, der ja wirklich lange Zeit Pinhead gespielt hat, ist dann irgendwann auch ausgestiegen so. Und dann gab's irgendwie, keine Ahnung, und dann gab's Rechte-Hickhack. Dann haben sie dann wirklich Schrottfilme produziert, so ganz, ganz billig. Wirklich ganz, ganz billig, um die Lizenz halt behalten zu können. Ah, das ist das gleiche Thema. Sonst müssen die abgeben, ne? Sonst müssen die abgeben. Genauso wie mit Fantastic Four damals und noch Spider-Man. Bernd Eichinger, ne? Genau. Okay. Aber... Oder wolltest du noch was sagen? Vielleicht ganz kurz noch. Also, ich finde halt bei Hellraiser, weil Hellraiser 1 so was Besonderes ist, der so ganz anders ist als die ganzen 80er, ist dann immer trotzdem Slasher-Filme, ob sie jetzt Jason oder Freddy oder sonst wie heißen oder Michael Myers. Weil ich finde das so geil beim ersten Hellraiser, dass diese Zenobiten eben nicht einfach nur die Main-Antagonisten sind, die jetzt die ganze Zeit rumlaufen und Menschen töten, sondern dass es um die Menschen geht, um deren Abgründe und die Menschen, was die sich gegenseitig antun. Und die Zenobiten sind irgendwie so wie. Ich weiß nicht, wie so eine Instanz, die über den Menschen steht, wie so Richter, die das Ganze irgendwie so beobachten und am Ende über alle urteilen. Das fand ich immer so geil, das ist eine geile Mythologie. Und ich habe immer Angst gehabt bei diesen ganzen letzten 10 Jahren Remake-Gerüchten, dass es halt wieder so ein für die Masse gedrehtes Ding wird, wo man aus den Zenobiten einfach nur irgendwelche Next-Generation-Slasher macht. Ja. Aber jetzt mit dem Regisseur habe ich zum ersten Mal Hoffnung, auch mit dem Trailer, dass das eine richtige respektvolle Interpretation bleibt der Geschichte. Bleibt abzuwarten, ne? Soll ja auch mal sagen, das können sie genau deswegen auch so geschnitten haben. Es könnte natürlich sein, dass es nicht zutrifft, aber gerade bei dem David Brückner Regisseur jetzt habe ich so ein bisschen Hoffnung durch seine anderen Filme, dass er auf gewisse Dinge Wert legt, die, glaube ich, für so einen Film wichtig sind. Ja, vor allem soll es ja halt auch gar nicht um Frank und so weiter gehen, sondern es geht diesmal um wohl eine suchtkranke Frau, die halt in den Besitz dieses Würfels kommt und wahrscheinlich daraufhin diverse Fehler macht, die dann halt die Jungs wieder auf den, oder die Zenobiten wieder auf den Plan ruft. Und was aber trotzdem der Fakt ist, du darfst halt nicht mit denen ficken, ne? Also ich meine, du darfst sie halt irgendwie nicht irgendwie versuchen aufs Kreuz zu legen oder versuchen irgendwie ihnen zu entkommen, wenn du dich einmal auf das Spiel eingelassen hast. Ja. Weil das bekommt ihr dann halt doch nicht so. Ja, also da sind sie schon so eine gewisse Exekutive. Ja, richtig. Aber dafür musst du halt auch erstmal sie herausfordern. Und das, da gebe ich dir recht, das finde ich dann auch einen guten Punkt so. Also du bist eigentlich nur selbst dran schuld, wenn du halt Ärger mit ihnen bekommst. Ja, das stimmt. Generell würde ich davon abraten, mit denen irgendwas anzufangen. Spontan an alle da draußen. Ich möchte die Neugierde stärker. Aber wo wir schon eben bei Jacob's Ladder waren, machen wir doch direkt mal weiter mit unseren Mediatheken-Tipps. Stream it, you gotta stream. Silent Hill zum Beispiel. Ja. Ja, so, bevor wir auf Jacob's Ladder kommen, erst noch mal ein paar andere Filme, die ich empfehlen möchte. Und zwar möchte ich euch ganz dringend in der Arte-Mediathek Bis dann, mein Sohn, ans Herz legen. Ich weiß, das ist ein sehr langer Film, er geht 178 Minuten. Er handelt von einem chinesischen Ehepaar, das seinen Sohn verliert und einem anderen chinesischen Ehepaar befreundet mit denen, die daraufhin mit denen in Clinch geraten, weil nie ganz rausgekommen ist, unter welchen Umständen der Sohn gestorben ist. Und sie versuchen den Schmerz irgendwie, sag ich mal, auch auszugleichen, indem sie einen anderen Jungen adoptieren, der ihrem alten Kind irgendwie ähnlich sieht und so weiter. Und dieser Film beschreibt halt ihren Werdegang,
vorbei an wirklich einem ganzen Zeitraum in China, der halt wirklich geschichtsträchtig war. Ich glaube, es geht los mit der Kulturrevolution und es geht dann halt vor allem über diese Ein-Kind- oder Einführung der Ein-Kind-Politik. Wann war denn das? 70er? In den 80ern. 80er. In den 80er Jahren. Und ey, wirklich, es klingt nach einem schweren Brocken und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da irgendwie dran kleben bleibe, aber ich habe mir den Film wirklich im Stück durchgeguckt, 178 Minuten, und ich fand den wirklich großartig. Cool. Ja, also es ist ein Drama, es ist eine ganz ruhige und leise Geschichte so, aber wenn man sich darauf einlässt, kriegt man einen tollen Film geboten, meiner Ansicht nach. Ist das denn ein chinesischer Film? Ja, ja. Oder von jemandem außerhalb? Nee, inländisch. Okay, merke ich mir. So, dann, wer keinen Bock hat auf Don't Worry Darling, der jetzt gerade im Kino gestartet ist, oder beziehungsweise nach Don't Worry Darling noch mehr Bock hat auf Florence Pugh, der kann sich vielleicht in der ARD-Mediathek Lady Macbeth geben. Das ist, glaube ich, ihr Durchbruch gewesen. Ah. Da spielt, ich kann sagen, wie jung ist sie denn da? Ich erkenne sie da noch nicht. Ja, ja. Da spielt sie eine junge Frau, die an einen reichen Mann zwangsverheiratet wird, beziehungsweise, und der halt auch überhaupt kein Interesse an ihr hegt, der sie halt dann gebraucht oder missbraucht, wie es ihm beliebt, aber ansonsten überhaupt nichts mit ihr zu tun haben will. Und ihre große Stunde naht, als er dann irgendwie für längere Zeit verreist und sie sich dann auf einen jüngeren Gutsherrn quasi, auf eine Affäre mit einem jüngeren Gutsherrn einlässt, was ihr Mann aber rausbekommt. Verdammt! Und dennoch ist damit die Geschichte noch längst nicht zu Ende. Also hat mit Lady Macbeth oder also nur ganz lose zu tun. So. Ach so, das wollte ich die ganze Zeit fragen. Aber ist wohl, also ist halt vor allem wegen Frau Pugh sehenswert, weil die da wirklich schon einmal so anklingen lässt, für was die noch später sich. Aber mal im Ernst, wie alt ist sie denn da? 17 oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, wie alt sie da war. Das ist ein Photoshopped-Plakat. Oder von könnte Bandes sein. Der, also ich würde die da nicht mal wiedererkennen. Und ich meine, wie alt ist sie jetzt? 29 oder so, ne? Ich weiß es nicht. Du immer mit deinen Jahreszahlen. Du immer, dass dich das nicht interessiert. Ja, warum? Weil es total wichtig ist für den Kontext. Kurz. Moment, ich rufe sie kurz mal an. Warte mal, ich guck einmal nach. Okay. Und parallel, hat das denn irgendwas mit der Macbeth-Geschichte zu tun? Ich glaube nicht, meinte er gerade. Nee, nur, nicht so. Wirklich nur so ganz los. Ich dachte auch, erst so ein bisschen, ach so, sie machen so die junge Lady Macbeth. Mhm. Eine andere Perspektive. Ja, ja, aber das, wie gesagt, das gibt dich sehr Freiheiten, glaube ich. Das, was da geschildert wird. Aber es spielt auch im Mittelalter, wenn ich das verstanden habe. Okay. Ja, so, und dann haben wir noch High Rise. Guck jetzt nach. Von Ben Wheatley. Kennt ihr den? Ich kenne ihn nicht, nee. Tom Hiddleston, also der ist leider auch nur noch bis zum 29.09. in der Dreisat-Mediathek erhältlich. Der Film ist von 2016. Ich bin gerade geschockt. Das sehe ich auch hier gerade. Also der Lady Macbeth ist von 2016. Ja, ich gucke gerade, wie an. Die 96er Baujahr. Die ist ja noch total jung. Ja. Das ist doch mein Teufel. Die ist Oxforderin. Florence Pugh. Hat die gerade einen Freund? Sind wir gerade in Budapest bei den Dune-Dreharbeiten. Stimmt. Die ist, Die hat gerade so viel zu tun gerade, glaube ich. Die startet halt wirklich durch. Ist Vidan wieder dabei? Mhm. Geil. Ah, cool, dann muss ich demnächst wieder anschreiben. Sehr gut, sehr gut. Die ist bei Dune dabei und dann direkt bei Oppenheimer, ne? Ach krass, ah. Die macht gerade alles, Alter. Die kann gerade, ich glaube, nach Midsommar, ne? Oder? Midsommar war so der große Durchbruch, glaube ich. Danach habe ich zumindest auch gesagt, Alter, wer ist das denn? Was kann die denn, bitteschön? Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, Midsommar, also sie hat vorher mal schon zu tun, sieht man ja. Aber ich glaube, mit Midsommar ist das richtig. Hat sie jetzt ihren großen Buch. Und sie hat offensichtlich gute Berater oder ein gutes Management, dass sie sich so vernünftige Scripts dann rauspickt oder Projekte mit spannenden Regisseuren und so. Vor allem war sie bei Midsommar ja auch einfach super. Mhm. Mega, mega. Also, ich habe den Schmerz so gespürt. Ja, ich auch. Deswegen ist sie so gut. Die macht das so überzeugend. Ich kann das alles nachvollziehen. Ja, genau. Ich wollte ja echt kondolieren. Ne? Ja. War ich so, oh je. Kondolieren, genau. Ein Kärtchen schicken, das ist sehr leid. Ja. Ja, so, dann Dreisat High Rise. Kennt ihr den? Nee. No. Von Ben Wheatley. Ein Film, der auch umstritten ist, den nicht alle wirklich mögen, aber der mir doch wirklich gut gefällt. Es geht um einen, ja, wie soll man sagen, es ist nicht so genau definiert. Es ist irgendwie so eine Art Dystopie und es spielt sich auch fast alles nur in einem Hochhaus ab. Mhm. Ach, das Ding. Ja, wo halt. Das habe ich doch gesehen. Ne, oben und unten wirklich halt auch wirklich eine Bedeutung hat. Ne, oben lebt halt die High Class. Macht das Poster auch Sinn? Ich muss mal gucken. Ich check mal Letterbox, ob ich den gesehen habe. Unten die Lower Class und so weiter. Mittendrin kommt Tom Hiddleston neu da rein und weiß nicht so recht, wo er sich da irgendwie einordnen soll, beziehungsweise stößt halt hier und da dann auch schon
an diverse Grenzen oder eben Ansichten. Und daraus entspinnt sich halt, sag ich mal, wie so ein Film, in dem halt irgendwann alles richtig eskaliert. Mm. So, ja, es ist wie so eine kleine Mini-Revolution innerhalb eines Hauses, ja, die halt so symbolisch ist für die gesamte Gesellschaft. Oh, ich habe dem nur 2,5 Sterne gegeben. Wie ist, das meine ich. So, ups. Das meine ich. Es gibt Leute, die finden den halt echt strunzöde und furchtbar und auch plakativ in seiner Aussage. So, ich muss sagen, ich mochte die Atmosphäre in diesem Haus, ich mochte die Idee von dem Haus und mir gefallen Luke Evans und Tom Hiddleston in dem Film. Also, und wie das dann halt eskaliert. Ich bin ein bisschen Ben Wheatley Fanboy, deswegen. Ja, ich eigentlich auch, ja. Und Moss ist auch dabei. Ja. Jeremy Irons und ja. Okay. Darf ich mal fragen, wohnt das Pferd auch in einem Hochhaus? Oder das, das da tatsächlich kommt das, spielt das noch eine tragende Rolle. Ja? Eine tragende Rolle tragen. Sogar. Ey, wie schlecht. Balkon. Ja, und dann habe ich entdeckt, also wie gesagt, High Rise ist zwiespältige Sache. Ich glaube, der Film ist auch eine Geschmackssache. Genau, genau. Ob man den wirklich mag oder nicht, hängt so ein bisschen von den eigenen Befindlichkeiten ab. Aber an sich ist der fein produziert, sehr stylische Bilder. Und es gibt eine wirklich, wirklich geile Coverversion von Abbas SOS von Portishead. Oh, Portishead ist super. Die gibt's noch? Die machen noch Mucke? Naja, der Film ist halt auch schon ein bisschen alt, ne? Ich weiß nicht, ob die immer noch Mucke machen oder wie so der aktuelle Albumstand. Ist das neu dafür eingespielt? Nee, ich glaube, die gab's schon, die Version, oder? Die Version gab's schon. Von Portishead? Ich meine, die wurde für den Film gemacht. Ja? Aber ich bin, also da würde ich meine Hand jetzt nicht vorlegen. Ich habe die auch unabhängig davon gehört, weil ich finde Portishead super. Aber ich meine, die wurde für den Film sogar in Szene gesetzt, beziehungsweise intoniert. Cool. Ja. Das wusste ich gar nicht. Und die Szene, in der der Song erklingt, die finde ich auch richtig geil. Und das war so wieder sowas, boah, das wirkt richtig gut in dem Moment. Das passt einfach perfekt zusammen. Ich fand diese brutale Szene mit Mamma Mia eigentlich besser. Ja, Mamma Mia, das war etwas, was ich auch gedacht habe, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, den ich jetzt in der Tele5-Mediathek durch Zufall entdeckt habe. Und es war halt auch dann der Zufall, der gesagt hat, ja, Julia schickte mir per WhatsApp die Nachricht so, ich auf jeden Fall muss Jacob's Ladder mit rein. Ich so, ja, wenn der irgendwo im Streaming-Abo erhältlich ist, können wir den mit reinnehmen. Und dann aber so, nein. Nein, ist er nicht. Aber er ist bei Tele5 in der Mediathek gerade drin. Kann mal Leute angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ja. Vor allem so alt, wie der ist, ne? Und 91? Der funktioniert, 91. Der funktioniert. Ich bin jedes Mal verstört. Stil, niemand hat diesen Stil vorher gemacht. Nee, bin ich so gestört. Ja. Jedes Mal, immer noch aufs Neue, ne? Und diese ganzen Spiele, wir haben eben kurz in der Pause auch gesagt, diese ganzen Spiele und so viele Filme, die danach sich immer wieder darauf aufbauen oder das als Inspiration genutzt haben. Ich will nicht wissen, wie das heute aussehen wird. Ja, allein dieser, wie heißt der Effekt, dieser Shutter-Effekt, wenn der Kopf sich so schnell hin und her bewegt. Ja. Ungespeedet. Ja, super. Ist halt handwerklich auch so gut gemacht einfach, ne? Ja. Und Anstalten, glaube ich, ich kenne keine Anstalt, die jemals furchterregender oder grauenhafter war. Also selbst bei Hellraiser so, ne, wo ich auch keinen Bock habe, da in dieser Hölle zu sein, so. Aber noch schlimmer war die Anstalt, die hier teilweise immer wieder in Szene gesetzt worden ist. Wenn er einmal da durch diesen Gang geschoben wird. Ganz schlimm. Und dann auch diese Brocken da am Boden liegen und was weiß ich. So. Also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Szene. So gesehen ist Silent Hill eigentlich echt ganz schön schwach, weil das ja fast 1:1 die visuelle Kopie davon ist. Aber das Spiel ist ja auch so. Also. Ja. Aber es ist Silent Hill trotzdem geil. Aber er ist krass. Also diese Krankenhaussequenz da, die habe ich mir so oft hintereinander angeguckt früher. Das könnte auch einfach ein cool Musikvideo sein, so in etwa, ne? Ja, so halt das ist so stark. Aber trotzdem, die Geschichte, oh, ich weiß nicht, kann man das jetzt also ein bisschen sagen? Also ich muss sagen, diese ganze Geschichte mit den Hintergründen und so weiter, die Paranoia, die Tim Robbins da auch dann spielen muss und immer wieder, mit der er immer wieder konfrontiert wird, die Bilder, ich meine, die Frau mit dem Horn, was da aus dem Mund rauskommt, so, ne? Also wie einfach ist es? Wie einfach ist es und wie effektiv? Ja. Dass es dann auch irgendwie ausgespielt wird, so diese ganze Atmosphäre. Es gab ja noch mal diesen Film mit Mel Gibson, Fletchers Vision, ne? Also der hat ja irgendwie auch ein bisschen versucht, so in diese Richtung zu gehen. Versucht, ja. Aber er hat es meiner Ansicht nach nicht so erreicht wie Jacob's Ladder irgendwie. Weil man ist ja auch, man wohl, hoffentlich kam der nicht. Also ich persönlich finde, man kann sich halt, also nicht reinversetzen in Jacob, Gott sei Dank nicht, aber die Tatsache, dass er halt so hilflos ist. Und er muss sich das einfach nur angucken. Er hat keine Option. Er ist wie wir. Er wird gezwungen, genau. Genau, es ist einfach so, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist so ein Voyeur. Man guckt bei irgendwas zu, was irgendwie nicht so nice ist. Es ist irgendwie dieses, man ist halt dem ausgeliefert, was man da sieht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Generell finde ich den Film auch sehr schwer zu erklären, außer mit, müsst ihr euch selber angucken. Ist albtraumhaft irgendwie. Es ist ein Albtraum. Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, obwohl wir in den 80ern so eine Hochphase visueller Natur in Sachen Horror- oder Thriller-Filme hatten,
Sowas hat in dem Stil noch nie jemand davor gemacht. So. Nö. Also auch das nicht mit dieser Abgründigkeit oder so. Ja. Wahrscheinlich basiert das auch wieder auf, ich würde mal vermuten, auf irgendwie 2, 3 alten Bildern, die irgendwer vom Design-Team oder... Roman, soweit ich weiß. Ja, aber ich meine den visuellen Stil. Ach so, ja, okay, ja. Das. Da hat wahrscheinlich irgendwer sich 2, 3 Horrorbilder, irgendwie Hieronymus Bosch-Bilder irgendwie gesucht. Hier, mach mal sowas. Ja. sowas stelle ich mir ungefähr vor. Könnte ich mir bedenken. Ja. Dass das nicht aus dem Nichts kommt, aber trotzdem, ich habe da auch total Respekt vor dem Film. Ja, also der hat auch mich extrem geprägt, der Film auf jeden Fall. Ich habe meine ersten paar Studentenfilme waren alle sehr stark inspiriert von Jacob's Ladder. Ich habe einen Call of Duty Beitrag mit Jacob's Ladder Referenz. Habe ich den nicht echt? Call of Duty und Jacob's Ladder. Es gibt eine gute Kombination, auch Verbindung wegen dem Kriegsthema, aber interessant. Ja, aber das, ja, also ich meine, inspirierender Film. Und sehr, einfach halt auch geil atmosphärischer Film. Aber mich würde mal interessieren, ich würde vermuten, dass der damals nicht so erfolgreich war und dann über VHS und Rentals so ein Kult-Following aufgebaut hat. Könnte ich mir vorstellen, weil ich kann mir nicht denken, dass da die Leute scharenweise reingelaufen sind. Das ist voll unheimlich. Geh mal da rein. Was ist denn unheimlich? Keine Ahnung. Ist alles irgendwie unheimlich. Guck ist unangenehm. Geh mal rein. Soll ich mal gucken? Ja, genau. 2 Stunden. Das ist so geil. 2 Stunden voll Unannehmlichkeiten. Cool. Ja, und am Ende noch, so deprimiert aus dem Kino. Boah, ich war so deprimiert am Ende. Ich guck mal, was der gemacht hat. Aber ja, das bringt uns zu unserem Thema. Du konntest ihn halt nicht mit in deine Top 5 reinnehmen. Nein, aber jetzt haben wir ja trotzdem. Aber jetzt ist er trotzdem mit dabei und er ist auch zum Streamen. Er ist gerade kostenlos erhältlich. Für diejenigen, die das beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, man kann, glaube ich, die Tele5-Filme auch über die Join-App schauen. Also wenn man bei Join gewisse Sachen eingibt, dann landet man tatsächlich bei den Filmen der Tele5-App. Also Join Gratis-Modus oder? Ja, im Gratis-Modus. Achso, okay. So, jetzt warte mal kurz. Cool. Jacob's Ladder war 1990. Ja. Boah, ich muss den auch mal wieder sehen. Jetzt, wo ich gerade das. Hast du den? Das würde mich mal interessieren. Das Tollste wäre, wenn du den so sehr kennst und so sehr liebst über so viele Jahre und jetzt vielleicht 6, 7 Jahre wird dir gerade bewusst, hast du den nicht mehr gesehen. Und jetzt wird er auch, Alter, der wurde remastered, der wird nochmal neu abgetastet. Nee, ich glaube nicht, dass. Ja, ach so, du meinst den Originalfilm nochmal neu abgetastet. Hast du das Remake gesehen? Nein. Ja, lass es. Ich weigere mich auch. Ja, ja. Ich will das auch nicht sehen. Also wirklich, also das Remake ist so eine Katastrophe. Also, was die sich dabei gedacht haben, auch wirklich keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Film, der vorher existiert. Und sie wussten nicht, was sie damit machen sollen. Da haben sie gedacht, komm, nenn den Jacob's Ladder. Und dann haben wir das Thema auch erledigt. So, ja? Also wirklich. Komm, nenn den Jacob's Ladder und gut ist. Aber wirklich so ein Selbstbewusstsein, an den Film ranzugehen, ich würde direkt sagen, so, pass ihn nicht an. Also, muss entweder jemand verzweifelt gewesen sein oder 100% 1000 überzeugt davon, dass er das besser machen kann. Wenn ich hier meiner Quelle Mediabiss glauben kann, ja, hat der tatsächlich in Deutschland. Hier steht halt Einspielergebnis D und dann steht da halt BES. Ja, was für mich halt Besucher heißt. Da hat er 18.587 Zuschauer hier in Deutschland ins Kino gelockt. Was war wahrscheinlich damals. Also das Original, ne? Das Original, ja. Das wundert mich nicht. Aber umso cooler, dass das dann, dass er sich trotzdem durchsetzen konnte über die Jahre, wie so viele andere Filme, die im Grunde nicht vor an der Kinoklasse nicht funktioniert haben. Mhm. Ja, so, um das Ganze jetzt richtig schön abzutrennen. Machen wir mal einen Bumper. Das kann manchmal sein. So, Horror zum Streamen. 20 Tipps. Dafür habe ich mich extra ausgezogen jetzt. Für eure ja, jetzt wird es ja auch richtig heiß. Ja. 20 Tipps für eure Gänsehaut, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, wie wollen wir strukturieren? Wollen wir jeder seine einzelnen Tipps schnell durchballern oder sollen wir reihum gehen? Abwechselnd machen vielleicht, vielleicht eine schönere Mischung. Aber auch abwechselnd fände ich auch lustig. Alles klar, dann machen wir doch mal. Ihr habt den eben schon, über den Film haben wir schon oft gesprochen, deswegen würde ich den jetzt mal, würde ich Chance Nummer 1, mit der würde ich jetzt mal anfangen, The Empty Man. Ach, du auch? Ja. Oh, ich mach auch gerne mein Empty Man. Man auf. Gesagt, aber du kannst auch. Nee, fang mal an. Also, den haben die... Den haben die beiden Herren eigentlich gewollt oder genannt. Und wir haben schon oft über diesen Film gesprochen, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Aber ja, Sean, warum? Das war so ein Überraschungsfilm für mich. Komplett unerwartet gut. Und ich habe den auch einfach entdeckt, was ich normalerweise selten mache, einfach durch so ein Streaming
Service durch suchen, weil ich selten irgendwie fündig werde. Gerade bei Horror finde ich ja sehr schwer bei Streaming-Sachen. Meistens ist das Schrott bei. Und dann habe ich überraschend festgestellt, dass Disney ja relativ viele Horrorfilme hat. Und die man, wie wir eben schon gesagt haben, nicht unter der Kategorie Horror findet, sondern unter Thriller oder Science-Fiction oder Action. Ja, und dann hat mich das irgendwie ein bisschen angesprochen. Dieses Bild, was sie hatten, der Text. Und ich bin nicht sicher, ob ich danach erst was gelesen habe. Doch, ich habe, glaube ich, erstmal Letterboxd. Und dann habe ich irgendwo, hat irgendjemand was geschrieben von wegen Cosmic Horror, Lovecraftian Vibes. Ups. Und dann dachte ich so, okay, muss ich sehen. Mhm. Es ist so selten, dass gute Lovecraft-eske Filme gemacht werden. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Und der war dann auch ganz gut bewertet, angeguckt. Und der hat mich wirklich sehr begeistert und umgehauen. Also, es ist auch einfach, was ich cool finde, kein so typischer Film. Also, der fängt an mit einer unfassbar guten Intro-Sequenz, wo ich dachte, wow, das ist der Film? Interessant, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber diese ersten 20 Minuten... Du, wollte ich ja sagen, ein Intro, das 20, 30 Minuten geht, meinst du? Oder, also... Es ist halt so eine Expedition oder so ein Urlaub. Fast ein Kurzfilm. Es ist ein Kurzfilm. Es ist ein ziemlich perfekter Kurzfilm. Ja, perfekt gemachter Kurzfilm. Ja. Mit einer Atmosphäre, die so dicht ist, wirklich gruselig, was ich auch selten erlebe. Und hat auch dieses Highlight, dieses. Das, also, es ist eine Gruppe von ich glaube, 4 Freunden. 3, ne? Weiß nicht, 2 Männer, 2 Frauen. Ah ja, doch, 4, ja. 2 Pärchen. Also, ich bin nicht 100% sicher. Auf jeden Fall eine Gruppe von Freunden, die so eine Tour machen, irgendwie Tibet, irgendwie durchs Gebirge. Ein bisschen ab vom Schuss, Schnee, nee, es ist eigentlich noch recht gemäßigtes Wetter. Und eine rutscht irgendwo ab in so eine Felsspalte. Hört erst was, geht dann komisch ins Nichts und fällt dann in dieses Schnee. Man hört so ein komisches Pfeifen, wo ich auch direkt an Berge des Wahnsinns denken musste, wo auch mal jemand so ein komisches Pfeifen gehört hat. Von Lovecraft, diese Geschichte. Und dann fällt er irgendwo da so eine Höhle runter und dann kommt nicht mehr hoch. Ein weiterer Kumpel hinterher, um ihn rauszuholen. Und was er dann findet, ist, dass sein Kumpel, der dazu vorangefallen ist, da einfach im Schneidersitz sitzt, als würde er irgendwie meditieren. Allein das ist schon creepy. Und er meditiert vor einer riesigen, artigen Statue. Was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, das irgendwie teilweise menschlich, teilweise auch irgendwie völlig nicht menschlich, fremdartig ist. Hat so ein bisschen für mich Alien-Vibes, wie sie im ersten Teil an diesem Raumschiff. Style, ne? Genau, so ein bisschen Giga-Vibes, ein bisschen wie die im ersten Teil dieses Raumschiff untersucht haben, dieses riesige Wesen. Dieses so Gerippe halt, ne? Genau, so ein Gerippe-Wesen, aber mit so ganz vielen Armen und Auswüchsen und einem riesigen Schädel. Also ist nicht verlängert, sondern schon irgendwie menschlich, aber riesengroß. Das hat mich schon, da hat der Film mich schon komplett gehabt, weil das war so, sowas sieht man so selten, so ein geiles Design. Die ganze Atmosphäre da unten mit diesem Pfeifen, was du gesagt hast, also... Vor allem dachte ich da schon, ich gucke den Film. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und das ist jetzt der Film. Genau, cool, dachte ich auch. Nett, bleibe ich hier. Und, ne? Und dann war das komplett anders. Ja, das kommt auch dazu. Genau, und dann wird plötzlich die Holin wieder raus. Der ist komplett neben sich. Der spricht nicht mehr, der runtergefallen ist. Ist irgendwie wie besessen. Der flüstert so ein bisschen. Touch me and you will die. Stimmt, das sagt er auch noch. Mhm. Also ich, richtig creepy. Und dann wird plötzlich das Wetter schlagartig schlecht. Es fängt an zu schneien. Und die retten sich in so eine kleine Hütte, die unbewohnt ist. Aber sowas ist ja immer so, okay. In der Hütte, ja, sowas nirgendwo, ja. ist immer Gebirge, keine gute Idee. Ja, und dann entwickelt sich ja in den nächsten 15 Minuten so eine krasse Horrorfilm-Kurzgeschichte, die so intensiv ist, unter die Haut geht. Wie der Typ davor im Schneesturm so in der Ferne steht und auf sie zugeht. Ja, reicht schon, ne? Ja. Ja, und dann, wie du gesagt hast, danach ändert sich der Film schlagartig in eine ganz andere Geschichte, wo man erstmal lange Zeit gar nicht weiß, was hat das mit dem Anfang zu tun. Und das ist eine, finde ich, sehr schöne. Ja, so detektivartige Geschichte über einen, ich glaube, Ex-Cop oder Cop, der dann irgendwie das Verschwinden eines Mädchens, was er auch persönlich gut kennt, versucht aufzuklären. Und es gibt dann halt diese Urban Legend des Empty Mans, die irgendwie sehr albern klingt. Super. Können wir das mal nachmachen? Geht das jetzt? Ja, bitte. Du stehst auf keiner Brücke, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Wir stehen nicht auf einer Brücke. Auf der Brücke steht was für, was? Genau, so eine Flasche blasen und dann noch irgendwas sagen, glaube ich. Und dann kommt der Empty Man und holt dich. Also eigentlich 1000 Mal schon gehört und gesehen, diese Nummer, ja. Genau, aber was dann daraus gemacht wird, ist irgendwie wieder was ganz anderes und Originelles. Und das ist das Ding, ein schönes Verwirrspiel danach. Kennst du die Hintergrundgeschichten zu dem Film? Also ich weiß zumindest, was ich auch spannend finde, ist, dass der Regisseur, ich glaube, das ist ein Debütfilm. Spielfilm-Debüt. Und der war... irgendwie jahrelang, viele, viele Jahre lang Dokumentarfilme bei David Finchers Film. Genau, der hat die Making-ofs gemacht. Making-ofs, genau. Und dann, da habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe so, oder erzählt bekommen habe, da hat er sich natürlich sehr viel auch
abgucken können, so, oder lernen können, nicht abgucken, lernen können dabei, wie der Meister arbeitet. 50 Takes machen. Zum Beispiel. Also, vielleicht um das mal abzuschließen, ich fand den auch generell einfach sehr schön gefilmt, tolle Atmosphäre, hat ein paar überraschende Schocker noch gehabt, die echt gut gezogen haben bei mir. Hat für mich eine der unheimlichsten Szenen, die ich in diesem Jahr, als ich ihn gesehen habe. Vergiss das nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja? Welche? Können wir Spoilerwarnung machen? Du sagst ja, nö, also das, oder darf man das, pass auf, sagen? Ich sag einfach, eine Menschenmasse. Ja, ich wusste. Oh, ich weiß genau, was du meinst. Das gibt's ja, ja auch noch. Und da wollte ich mich gerade hin. Da war so viel. Ich habe den nur entdeckt, weil ich irgendwo in einem YouTube-Video sagte jemand, das ist genauso gut wie diese wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man. Und ich so, die wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man? Was ist The Empty Man? Warum ist der Anfang? Guck ich mal den Anfang an. Und dann war ich auch so geflasht davon, dachte so, oh, das ist so schön erzählt. Mm. Die Story ist ja nichts Neues. Unabhängig von dem Flöten und so weiter, von den Geräuschen, aber das ist wirklich schön erzählt, sehr bedächtig, sehr angenehmes Timing und so. Ich dachte, ja, ich guck weiter. Und da sind mir so viele Sachen aufgefallen. Ich fand den durchgehend gut und unterhaltsam und spannend und interessant. Und obwohl mir aufgefallen ist, was da am Ende, gerade in dem letzten Drittel, das war quasi eine Aneinanderreihung von den Lieblings-Web-Videos von dem Regisseur, habe ich so das Gefühl gehabt. Erst fängt es an, da guckt er auf den Fernseher und denkt, ah, jetzt kommen Ringu-Anleihen hier, Fernsehhorror. Und dann plötzlich, dann hast du diese Menschenmassensequenzen, die ich so, das ist genauso wie hier Witch Doctor von dieser niederländischen Technokapelle, was ich euch auch mal gezeigt habe, wo die um den Sänger so rumlaufen. Ich so, krass, genauso. Dann kommt eine Sequenz, das ist genauso wie Rubber Johnny von James Cameron mit dem behinderten Jungen. Mit der Nachtsichtkamera in dem Zimmer. Hast du das mal gesehen? Nee. Mit dem Jungen. Hast du das vielleicht, doch, das kommt mir sehr bekannt vor. So alles in grün, mit Night View, super unangenehm. Ich so, krass, ist genau wie das. Das macht er offensichtlich also auch. Dann kommt diese Zombie-Sequenz, wo die ganzen Wahnsinnigen ihn dann im Auto verfolgen oder auf das Auto springen. Ich so, das ist so durchschaubar, weil es funktioniert alles total gut. Und ich finde das, ich weiß es auch zu schätzen, mittlerweile, dass man mal einen Horrorfilm gucken kann und wirklich nicht weiß, wohin die Reise geht ab der Hälfte. Genau. So, was soll das? Cool. Komplett unvorhersehbar. Ja. Daumen hoch. Das finde ich auch ganz toll. Da würde ich dann direkt mal ein bisschen Zug reinbringen wollen und auch weitermachen wollen. Gerne. Ach ja, sorry. Denn, ey, wir haben den Film wirklich schon oft abgefeiert, deswegen. Einmal abfeiern geht noch. Ich bin absolut bei euch. Alles, was ihr gesagt habt, ich finde den Film auch, ich finde ihn toll. Die Schritte waren geil bei Weißt du, wenn er einen Schritt zurückgeht, auf einmal die ganze Masse rum, einen Schritt nach vorne. Ich so, gut, oh, das sind so gute Ideen. Kurz, dann schlagen wir die Brücke. Du hast noch The Night House oder The House at Night. Ja. Auch ein Film von David Bruckner. Bruckner. Über eine junge Frau, die nach dem Tod ihres Mannes, der sich in einem Boot umgebracht hat vor dem Haus, trotzdem in dem Haus wohnen bleibt und jetzt halt irgendwelche merkwürdigen Ereignisse oder Dinge feststellt. Warum? Es war auch wieder dasselbe Prinzip. Ich bin bei Disney wieder, scroll durch. Das klingt ganz interessant. Und ich fand den ersten, also einen Vorgängerfilm von ihm auch gut, The Ritual. Und einfach angeguckt. Kenn ich gar nicht. Und was ich cool fand an dem Film, warum ich den so besonders fand, war, dass er, also erstmal, von dem Trailer her, finde ich, sieht alles Standard aus. Gruseliges Haus, Frau, die da nachts herumirrt, spooky Sachen passieren, ein bisschen Mystery, was steckt dahinter. Aber der Film war irgendwie auch wieder was ganz anderes, als ich erwartet habe. Hat eine super geile Atmosphäre, hat auch, es hat anfangs mal wirklich auch wieder gute, gruselige Stellen gehabt, wo ich mich auch echt gegruselt habe. Sie ist auch super in der Rolle, also wirklich das Schauspiel ist toll. Und ja, ich weiß nicht, das war ein Mysterium, was ich so, zumindest persönlich jetzt noch nicht so erlebt habe. Und der Weg der Auflösung und die Auflösung selber haben mich auch sehr überrascht und gefreut, dass es halt nicht immer dasselbe war. Wie sonst. Und es war auch so ein bisschen, also es steckt ja auch so ein bisschen so ein paar Ebenen drin, wie sie mit, also in der Geschichte geht es halt darum, dass ihr entweder Ehemann oder Freund verstorben ist. Ja. Und wie sie auch mit dieser Trauerbewältigung umgeht. Und während sie damit sich selbst auseinandersetzt, ist natürlich auch ganz oft die Frage, ist das alles Einbildung, was sie da hört? Ist da wirklich etwas, was noch zu ihr Kontakt versucht aufzubauen, ist, und das ist schon ein bisschen spoilery. Ja. Ich würde den wohl noch gerne gucken. Ja, ich guck den mal. Okay, dann sage ich nicht weiter, aber da sind echt so ein paar coole Twists drin, so kleine, so wo man so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt wird und dann doch was Originelleres kommt als der Standard. Und ich muss auch sagen, das Ende hat mir irgendwie ausgesprochen gut gefallen.
Ja, also man kann auf jeden Fall darüber diskutieren am Ende. Genau. Von wann ist der? Letztes oder vorletztes Jahr. Der sollte eigentlich mal ins Kino kommen und dann waren alle irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass er halt dann doch nur bei Disney Plus landet. Ah ja, und das auch, das hat man gerade im Trailer schon gesehen, ist, aber der macht, hat wirklich gute visuelle Ideen. Ja. Ist das nur Stilmittel, dieses Blitz? Ich mag das total gerne. Kaleidoskopische? Guckt euch den Film an. Okay, ich kann ja nochmal fragen, ob das nur für den Trailer ist. Guckt euch den Film an. Aber, ja, also ich fand den auch, ich fand den echt in Ordnung. Kann man, also wirklich, kann man machen. Ich muss sagen, den Film, den Julia von ihm vorgeschlagen hat, oder beziehungsweise den sie rausgesucht hat, den finde ich halt auch ein bisschen besser noch. Das ist nämlich The Ritual. Ich glaube, wir haben alle The Ritual genannt. Ich war nur am schnellsten. Liebe The Ritual. Er ist halt einer der besten Netflix erhältlich, ja. Vier Freunde wandern durch die, was ist das, schottische Einöde? Schwedische. Und der eine ist ja verletzt. Und jetzt versuchen sie halt so schnell wie möglich, ihn zurück zum Lager zu bringen und entscheiden sich dafür, eine Abkürzung zu nehmen. Das ist aber einen wichtigen Punkt vergessen. Daniel, der Grund, warum die in Schweden sind, ist ja eigentlich, weil jetzt haben wir auch wieder das Trauma, wo du gerade sagst, Verlust verarbeiten, ist ja wieder ein ähnliches Thema, was da aufgegriffen wird. Denn eigentlich ist nämlich der Hauptprotagonist, eigentlich sind wir ja mit der ganzen Gruppe an Freunden unterwegs, aber der eigentliche Hauptprotagonist verarbeitet da noch den Tod eines seiner besten oder einer seiner besten Freunde, für den er sich verantwortlich fühlt. Und die verabschieden ihn da in Schweden bei der letzten Wanderung quasi, um ihm jetzt nochmal eine Freude zu machen, weil er nämlich eigentlich ursprünglich mit den Boys nach Schweden wollte. Genau. Und dann ist irgendwas im Wald. Dann ist irgendwas im Wald. Und dann ist irgendwas im Wald. Und auf mehr wollen wir nicht eingehen. Was mich bei diesem Film so beeindruckt hat, war, dass es geschafft hat, eine wirklich unheimliche Szenerie oder Atmosphäre zu schaffen bei Tageslicht. Stimmt. Ja. Ja. Bei Tageslicht, wenn er einmal zwischen diese Bäume da so durchguckt, so gut, ja. Und dann plötzlich etwas sieht, was nicht so ganz ihm wirklich ja, so greifbar erscheint. Move, ne? Und der Zuschauer oder wir sitzen da vorne, was ist da? Und plötzlich sehen wir eine Bewegung und diese Bewegung hat mich gekillt. So ein bisschen wie Science, ne? Es ist super. Auch der Soundtrack ist der Wahnsinn. Also der Film schafft es, ich vergleiche den immer so ein bisschen das Blair Witch-Phänomen. Du siehst nichts, du hörst nichts oder beziehungsweise du siehst nicht, was da wirklich ist, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, irgendwas stimmt hier nicht. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es ist da und es verfolgt dich, ohne dass du es wirklich halt weißt, bis dann eventuell, ne, ich sag jetzt nichts, aber der schafft es einfach, dass du dir in die Hose machst, obwohl du gar nicht weißt, wovor du Angst hast. Und das ist so geil, wo er irgendwann nur noch durch den Wald läuft. Und dann denkt er, er läuft mal kurz oben auf den Berg, um wo sie sind. Dann kommt da alles wieder nur Wald und er schreit einfach nur, fuck! Der hat einfach so schöne Momente. Also. Und hat es auch geschafft, meine Antipathie gegen Rafe Spall irgendwie vollkommen nicht. Das muss schon jemand schaffen. Ich liebe ja den Herrn mittlerweile. Ja, wirklich, also ich mag ihn halt einfach nicht. Ja, ist okay, es ist bei mir genauso wie Tim Robbins, also kann man hier gar nichts gegen tun. Und wisst ihr, was man dem Film auch zugute halten kann? Das ist so mit einer der einzigen Horrorfilme, wo ich denke, ey, das ist einfach auch mal eine realistische Freundschaft dargestellt. Das sind gute Dialoge, das ist nicht irgendwie auch so dümmliche Leute, wie man sich dann in so einem Horrorfilm klischeemäßig verhält. Ich fand das wirklich sehr authentisch. Kann man das sagen, authentisch in einem Horrorfilm, aber ja, so doch, wie die sich verhalten. Auch, ich würde das auch, genau, das fand ich auch immer, das ist ein bisschen, das ist nicht, es gibt so viele Horrorfilme, bei denen es offensichtlich ist, dass die Darsteller alle ein bisschen doof oder ein bisschen nervig sind oder unsympathisch, sodass du dich insgeheim fast schon so ein bisschen freust, wenn die abgekillt werden. So, das war jetzt bei Scream. Ich habe mir jetzt das Scream-Remake angeguckt. Das erste Mal. Nee, aber das Neue, das kannte ich noch nicht. Und da ist mir extrem aufgefallen, weil die ja natürlich auch in diese Schiene gehen, diese ganz alberne Schiene. Und hier hast du genau, habe ich auch das Gefühl, das ist eher ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen verständnisvoller, wie die miteinander umgehen, die Argumente. So, es gab so ein paar Filme aus dieser Sparte in den letzten Jahren. Das erste Mal aufgefallen war mir das bei Autopsy of Jane Doe. Auch super. Wo ich auch dachte, krass, die reden genauso wie und sagen genau die Sachen, die ich jetzt in dem Moment sagen würde. Und da war das erste Mal, dass jemand da saß, wo ich dachte, so nach 40 Minuten, weiß nicht, machen sie wieder irgendein Organ auf dem Sehen, wieder irgendeine Überraschung da drin. und ich sitze vor meiner Glotze und denke so, jetzt will ich abhauen, jetzt reicht's. Und in dem Moment, ab dem Moment gucken die sich an und sagen so okay, tschüss. Jetzt fuck off, okay. Und ich dachte, ah, das ist so angenehm, dass wir irgendwie da auch mitgenommen werden und nicht nur Kann ich voll relaten. Ich war mit denen irgendwie zusammen im Wald, habe ich so das Gefühl. Ja, Gott sei Dank nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Auflösung, was das dann ist,
ist auch weitaus mehr, als man vermuten würde. Oh ja. Zumindest visuell. Da hab ich und schönes gestern, Design. Ja, ja gestern ja. noch Videos zu gesehen. Da gibt es eine richtige krasse Geschichte dahinter. Würde ich dir gerne erzählen, aber... Ja, doch, hau raus. Nein. 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 Aber verrat uns lieber mal, weil Ritual, wir finden alle geil, aber jetzt verrat uns doch mal eher, warum hast du Veronica genommen? Ich habe Veronica genommen, weil ich das gerne mag, dass Filme auf einer wahren Begebenheit... ja, Leute, entspannt euch. Dass das irgendwie so eine wahre Begebenheit dahinter ist. Natürlich wurde das nicht 1:1 übernommen, aber ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das ist nämlich die Geschichte, nämlich eigentlich einer Estefania Gyökeres. Da könnt ihr nämlich gerne mal auf YouTube Dokus drüber gucken. Das ist nämlich tatsächlich, was ist das jetzt? Das ist es nicht. Das sieht mir aus wie ein argentinischer Film. Das ist aber nicht der Film. Und das ist Serie war das auch gerade. Okay. Das ist nicht Veronica, meine Damen und Herren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine interessante Wahl. Ja. Die wählt den und wie sieht der aus? Ich habe auch gedacht, muss es wohl noch einen zweiten Film namens Veronica geben. Ja, bestimmt. Ist aber auch das überhaupt war eine gar Serie, nicht aber nein, den du meinst, das ist der von Paco Plaza, dem genau. Mitregisseur von Rec. Da gibt es zwei, genau. Ne? Da kamen doch zwei raus, ne? Mit dem gleichen Namen ungefähr. Nee, Veronica, also es gibt nur einen Veronica, aber wie, genau, ist von dem Regisseur von Rec 1 und Rec 2. Und ich finde, der hat gerade zum Ende schöne Reveals, mit denen man nicht so gerechnet hätte. Aber eine Sache muss ich dem Film ankreiden, da spielt eine blinde Nonne mit. Und wann hat jemals eine blinde Nonne einen Film besser gemacht? Nie. Aber Leute, es sei denn, sich auch noch schwanger. Aber Leute, bitte nicht den Saal verlassen, guckt es euch wirklich bis zu Ende. Aber es ist schon so, zwei Schwestern irgendwie haben nach dem Tod ihres Vaters keine Ruhe und befragen ein Ouija-Brett oder. Nein, also es geht eigentlich um Veronica, eine 15-jährige Schülerin, die so ziemlich alleine mit ihren drei Geschwistern zu Hause ist, weil die Mutter eine Bar hat und einfach keine Zeit hat. Und am Tag, natürlich an dem Tag der Sonnenfinsternis, entschließt sich Veronica und ihre beste Freundin Rosa zusammen ein Ouija-Board zu benutzen, eigentlich um jemand anderen anzurufen. Aber weil die andere Person, die dann dabei war, vergessen hat, etwas mitzubringen, um die Person anzurufen, also Foto oder Klamotten, entscheidet sich Veronica, das Bild ihres Vaters dahin zu legen. Und wir lernen halt am Anfang des Films, die ersten 10 Minuten, dass gerade zu so Sonnenfinsternissen immer schon in der Vergangenheit viele Rituale gemacht wurden, weil da Licht und Dunkel, Gut und Böse halt am stärksten sind, gerade wenn sich die Sonne verdunkelt, ne, bla bla bla. Auf jeden Fall ist es so, dass aufgrund dessen, dass sie dann ihren Vater kontaktieren wollen, leider das Ouija-Brett oder auch Witchboard zerbricht. Ritual konnte nicht vernünftig beendet werden. Und eventuell passieren danach ein paar Dinge, die schon ziemlich unangenehm sind, muss ich sagen. Also klassischer Grusel, ne? Ja, aber es ist, wie gesagt, das Ende ist noch mal anders, als man es vielleicht glaubt. Okay. Aber Paco Plaza meintest du, oder wie? Mhm. So, Andi, ich würde mal ein bisschen was von dir versuchen einzukürzen. Ich hab dir ja auch nur ein paar mehr gegeben, falls Doppelungen dabei sind. Also, hab ich den nicht gesehen, was? Du hast zum einen Sie leben vorgeschlagen. Ja, Entschuldigung, also das packe ich natürlich dazu. Wenn ich irgendwo im Streaming-Angebot sehe, und ich weiß auch gar nicht mal, ob das jetzt für jeden was ist, aber den sollte man zumindest schon mal gesehen haben. Ja, sag ich auch. Klassiker haben wir ja auch schon echt diverse Male abgefeiert. Und wenn es nur darum geht, ihn einfach nur 5 Minuten die Straße entlang laufen zu sehen, während er, als, nachdem er das erste Mal die Brille aufgesetzt hat. Dafür reicht sich der, reicht der Film eigentlich schon. Es geht hier um einen Straßenarbeiter, für diejenigen, die es nicht wissen, der eine Kiste mit Sonnenbrillen findet. Er zieht diese Sonnenbrille auf und stellt fest, ey, verdammt, unsere Gesellschaft ist unterwandert von irgendwelchen komischen vorm Aldehyd eingelegten Skelettköpfen. Denke ich auch immer, wenn ihr so einen Brille habt. Marry and reproduce. Ja, und zusammen mit ein paar anderen, ja, stellen sie halt fest, dass das wirklich halt eine größer angelegte Sache ist und sie versuchen sich jetzt dagegen zu wehren. Mit dem intensivsten Boxkampf zwischen zwei Männern in der Geschichte des Films vermutlich. Ja, Rowdy Roddy Piper, ein Wrestling-Star in der Hauptrolle von John Carpenter besetzt. Besser geht's nicht. Es ist auch, also ich fand diese Idee immer noch bis heute, finde ich, sehr speziell und sehr, sehr drollig und irgendwie auch faszinierend. Ich meine, das funktioniert immer, wenn du dir sagst, die Welt ist plötzlich nicht mehr die, von der ich dachte, dass sie wäre. So, und ich mag diesen Look. Ich weiß gar nicht, ist es komplett schwarz-weiß? Oder sind das so leicht? Nee, Farbe. Nee, ich meine die Optik. Ach so, von der wenn Kamera, er von den, von den Linsen. Ich habe dieses Gesicht jetzt immer in Farbe in Erinnerung, aber vielleicht waren das immer nur die Plakate und so. Kann auch sein. Behind-the-Scenes-Fotos. Ich glaube, der Kameralook war
Schwarz-Weiß. Auf jeden Fall ist auch interessant hier zu sehen, was die da, das ist offensichtlich ein Trailer aus der Zeit. Und guck mal, was die da reinpacken. Ballern, ballern, ballern. Das ist ja nicht der Film. Das, was wir ja, da sehen, ist das Finale, glaube ich, oder so. Sondern es geht ja mehr darum, oh, wie unheimlich ist die Situation. Egal, wo ich hingucke, überall sind diese komischen Leute mit den komischen Augen und überall sind die komischen subtilen oder die unterschwelligen Nachrichten, die uns unter Kontrolle halten. Und wenn du dann natürlich auf einen paranoiden Menschen triffst, der sich sowas anguckt, kann man sich vorstellen. Eine gute Kombination. Vor allem mochte ich auch die Frisur sehr gerne. Roddy's? Fuguila? Bisschen Eduard-Laser-Style. Ja, das kommt aber ursprünglich auch so ein bisschen daher. Ich meine, er war halt wirklich eine große Inspiration für Duke Nukem, ne, oder? Ja. Also dieser Chew Bubblegum. Also ich meine, ist daher. Cool, richtig cool. So, Klassiker abgehakt. Nächster Klassiker, den du angenommen hast, und da bin ich auch bei dir, Angel Heart mit Mickey Rourke. Als Privatdetektiv. Sollte man mal gesehen haben. Oh, der auf die. Hab ich gerade im Schirm. Angel Heart. Was? Angel Heart. Oh, den musst du dir angucken. Alan Parker, Horror-Thriller. Und da werden wir jetzt nicht weiter viel zu sagen. Also, Mickey Rourke ist dabei. Mickey Rourke spielt einen Privatdetektiv, wird engagiert, um einen ehemaligen, was ist das, Sänger namens Johnny Favorite zu finden. Und er macht sich halt auf die Suche nach diesem Sänger. Die führt ihn nach New Orleans und dann halt auch tief in die Kreise. Hätte ich gerade auch gesagt, jung, ne? Der Voodoo-Religion. Ja, tief in die Psyche. Und, sieht richtig cool aus. Das ist, ja, das ist ein richtig toller Film. Und ich gebe euch nur einen Tipp. Also, wie ihr gesehen habt, spielt da ja Robert De Niro mit. Mhm. Nicht. Soll nicht sagen, sie nicht, Namen? Nein, nein. Okay. Nicht sagen. Weil ich hätte das jetzt gut ausgedrückt. Es ist schon sehr alles on the nose, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Damals war das nicht so. Damals hat mich die Pointe oder was. Mist, das habe ich schon gefühlt. Aber das ist schon Horrorgenre, ja? Ja, ja, der ist schon. Jetzt erst schon sehr blutig so teilweise. Nee, es ist ja, ein Thriller. Es ist, Thriller, ist eher ein Thriller. Aber es ist ein bisschen übernatürlich und es wird zum. Oh, es wird halt immer verrückter über die Zeit. War das Zoe Kravitz? Also, das liebe ich. Das war die Lisa Bonet. Das war die, ja, aber auch die Mutter von Zoe Kravitz. Genau. Okay, alles klar. Die damals halt nur durch Bill Cosby Show bekannt war. Die sieht genauso aus wie die Tochter heutzutage. Ich find's so krass. Und die war damals halt nur für ihre Bill Cosby. Angel Heart. Ja. Alan Parker. Großer Klassiker. Das ist ein richtiger Klassiker, ja. Also zu der Zeit war das so, jeder kennt den. Deswegen bin ich hier, dass ich mir immer noch mal so ein paar Tipps absnacken kann. Ja, auf Amazon erhält. Aber schon, liest jetzt keine Zusammenfassung. Nee, weil da steht im ersten Satz steht wahrscheinlich schon drin, worum es da geht. Nee, ich hab, oh, gut, dass ich. Aber es ist eigentlich ein Krimi. Eigentlich ist es ein Film-Noir-Krimi. Mhm. Oh, in New Orleans mit übernatürlichen Elementen. Ja, mega, perfekt. Aber was dann daraus kommt oder was dabei rumkommt, ist gut. So. Sehr schön. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen Zug reinzubringen. Weil bei dem ersten Film, den ich vorstellen möchte, da darf man auch nicht viel zu wissen, der heißt Better Watch Out. Ist auf Netflix erhältlich und ist so eine Art Kevin allein zu Hause in blutig ein bisschen. Ach, der. Beziehungsweise ein bisschen, also es ist halt The Babysitter in deutlich besser. Kevin allein zu Hause. Ja, wirklich. Hier geht's um einen jungen Mann, der ist ziemlich verknallt in seine Babysitterin. Natürlich. Und freut sich jetzt, dass sie dieses Weihnachten auf ihn aufpassen darf und hat halt einen riesengroßen Plan angelegt, um ihr Herz zu gewinnen. Das wird aber sabotiert von einem finsteren Gesellen, der draußen vor der Tür irgendwie ist und dann sich gewaltsam Zugang zum Haus verschaffen möchte. Schlussende. Mehr möchte ich nicht erzählen. Oh, das. Guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich überraschend. Er hat mit Levi Miller, so heißt der junge Mann, der hier im Mittelpunkt steht, hat er einen echt schönen also einen coolen Hauptdarsteller. Und es ist alles anders, als man denkt. Und dazu auch noch obendrauf blutig. Geil, das ging richtig gut. Und die Kids sind dann quasi alleine zu Hause und dann kommt da irgendwas. Genau, er ist mit der Babysitterin allein zu Hause und dann, wie gesagt, taucht plötzlich ein mysteriöser Fremder auf und möchte halt den Kids ans Leder. Aber damit ist die Geschichte noch längst nicht erzählt. Aber was ist das Zielpublikum? Ist das? Das frage ich mich auch. Okay. Ist das so einer? Also ich würde sagen, ein Kinderfilm, weil dann ist er so brutal, dass es eigentlich kein Kinderfilm mehr ist. Das ist kein Kinderfilm mehr. Nein. Wie heißt der? Better Watch Out. Das ist auf Netflix, cool. Da kommt direkt bald. Und wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist. Ich will gar nicht mehr hingucken. Es ist der Film, der. Also, für alle, denen The Babysitter einfach viel zu doof war. Da habe ich schon mitbekommen und dann waren die Kritiken so schlecht, dass ich ihn gar nicht geguckt habe. Ja. So, und dann habe ich auch noch einen Klassiker auf Disney Plus. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob man sagen kann, das ist ein Horrorfilm oder eher ein Psychothriller oder so ein Paranormal-Thriller, aber ich finde, er hat schon diverse Elemente, die sehr für einen Horrorfilm sprechen. Unter anderem ist er berühmt für eine Explosion, für eine Körperexplosion. Es gibt einen Menschen, der halt komplett explodiert und das sieht richtig gut aus. Du meinst der Sinn des Lebens? Nicht ganz. Nein. Er heißt auf Deutsch Teufelskreis Alpha.
und heißt auf Englisch What? The Fury. Ist, oh, Fury. The Fury. Ist der direkte Nachfolgerfilm von Brian De Palma nach Carrie. Ja, Carrie feiert ja auch gerade sein Jubiläum. Und das ist irgendwie ein Agentenfilm, okay. Es ist ein paranormaler Thriller, es ist irgendwie so eine Art Sektenhorror. Es ist alles mit drin. Und Kirk Douglas geil. Spielt. Ich kann sagen, wie alt war denn Kirk Douglas doch? Ach, wie geil, so alt. Das ist seine letzte große richtige Actionrolle wahrscheinlich. Und Score ist von niemand geringerem als John Williams. Ach Quatsch. Krass. Und der Score war für mich verantwortlich, dass ich diesen Film jetzt angeguckt geil. Habe. So, ja, weil ja. ich meine, ich muss sagen, Teufelskreis Alpha, ich habe keine Ahnung, was mir das sagen sollte. Der Titel nennt mich, sagt mir was tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, den Score krass. Hat Sam Levinson in seiner Euphoria-Serie verwendet. Ah. Für eine Szene, die sehr, sehr geil war. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein geiler Score? Ist der echt für diese Serie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann halte ich hier Handy ran, Shazam, und dann sehe ich nur John Williams und The Fury. Natürlich. Ich so, okay. Ich möchte jetzt den explodierenden Körper sehen. Und ich will jetzt den Film sehen. Und ja, in dem Film geht es halt um Kirk Douglas, dessen Sohn wird entführt, weil er wohl irgendwelche Fähigkeiten hat, die man noch nicht so genau erklärt hat. Und der landet dann in so einem Institut, wo halt alle möglichen jungen Menschen überwacht werden, die halt alle möglichen übernatürlichen Fähigkeiten haben. Irgendwie eine Netflix-Serie. Und ja, und tatsächlich, Alter, und tatsächlich gibt es hier 1:1 Momente, die bei Stranger Things auch so in Szene gesetzt wurden. Ach, interessant, okay. Vielleicht hat er da mal so. Ja, und auch wirklich geile Brian De Palma-Methoden, so von wegen, du hast im Vordergrund eine Figur, die sitzt vor einem Monitor und hinten auf dem Monitor passiert eigentlich das Entscheidende. Du siehst halt eine Figur, die dann halt irgendwie durchs Haus läuft, irgendwas passiert und so weiter. Und das wird aber alles nicht im Vordergrund verhandelt, mhm. sondern eher im Hintergrund cool. so, ja. Und auch richtig schöne Plansequenzen hier, diese Zeitlupensequenz, wo Kirk Douglas über die Straße rennt, das ist, dauert alles ein bisschen länger. Ganz klassisch Brian De Palma, wie er dann später auch sehr viel gemacht hat. Aber früh 80er, oder? Früh, ja, fast 70er, ja, fast noch, ja. Ja, könnte auch 70er sein. Aus. Ja, 78. Von dem Hairstyle 78. Auf jeden Fall. Und ja, aber diese Explosion, die da drin ist, muss ich sagen, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, sieht fantastisch aus. Ja. Okay, ich hatte einen anderen. Wie viele Leute sind verletzt worden bei dem Film drin? Es ist ein kruder Film, aber ich finde. Leicht verletzt. Es ist ein kruder Film, aber ich finde so die Zutaten, die Kameraführung, das, was Brian De Palma halt so alles immer draus macht. Das kann er ja auch, Alter. Ja. Kirk Douglas springt irgendwann Jason Bourne-mäßig in Unterhose von Feuerleiter zu geil. Feuerleiter. Ja. Also, es ist wirklich alles drin, aber ich finde, der ist ein Blick wert. Also gerade wenn man bedenkt, das war der direkte Film, den er nach Carrie gemacht hat. Ja, Carrie war schon stark. Ja, und Carrie war schon stark, so, aber ich finde, der hat auch seine Stärken. Geil. Ich habe gesehen, auf Disney Plus läuft. Auf Disney Plus, ja. Geil. So, Fury, ja. Womit können wir schneller weitermachen? Also, Sean, du hast Hereditary genommen. Ich glaube, über den müssen wir nicht. Ja, den haben alle schon wahrscheinlich gesehen und gefeiert. Lang reden, oder? Ich meine, du findest den wahrscheinlich genau wegen all dieser Dinge großartig, wegen denen wir die auch gut großartig finden. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich feiere den Film. Ja. Also. Ist vor allem auch toll, wenn man den guckt, ohne zu wissen, was passiert. Ja, ich bin auch komplett das blind rangegangen. Und das ist ein bisschen, ja. Blind ist so toll bei dem Film. Wir haben auch draußen kurz geredet. Ich so, was hast du genommen? So, Hereditary. So, yes, so ein guter Film einfach. Auch wieder komplett unexpected. Mhm. Ja. Schmeißt dann so rein, man weiß so gar nicht, was Phase deswegen ist. Deswegen sind die Schocksequenzen auch, wenn sie dann kommen, ja, dann kommen ja aus dem Nichts. Ja, dann richtig, ne? Und die sind dann richtig. Ey, die Szene mit dem, was ist das, Strommast? Ja. Ist das ein Strommast? Ja, ich glaube, das ist das immer. Meine Lieblingsszene hat eigentlich was mit Dächern zu tun. Meine Lieblingsszene hat tatsächlich nichts unbedingt mit Gewalt zu tun oder mit irgendwelchen Schocksequenzen. Das ist die Szene, wenn Toni Collette vor dem Bett ihres Sohnes steht und ihn anschreit. Ja, okay. Ah, die so fand ich, ey, geil. Fand ich so fies. Fand ich wirklich. Ich glaube, das kann man aber auch so fühlen, wenn du halt Eltern, also Vater ja. bist, ne? Und dann ist da wieder schon wieder eine andere Art von Horror, ne? Das auf jeden Fall. Aber Toni Collette kann auch hervorragend leiden, muss man sagen. Ja. Das stimmt. Also, was kann man zur Handlung sagen? Kurz, schnell, es geht um eine Familie, sie ist Künstlerin, baut diese Modelle und ja, ihre Mutter ist jetzt gerade verstorben und das bringt eigentlich das Familiengefüge komplett auseinander. Ich glaube, das ist so spoilerfrei wie möglich. Ja, stimmt. Und ja, hoffentlich so vielversprechend wie möglich, denn der Film lebt von den Bildern, lebt von der Atmosphäre, lebt von ein paar echt großartigen Darstellerleistungen und von der gesamten Inszenierung. Ja. Über das Ende kann man streiten. Ich meine, man könnte sogar sagen, dass, naja, vielleicht war es doch Babadook, aber dass das so ein bisschen diesen Hype ausgelöst hat mit, wie nennt sich das, Elevated Horror? Ja, das war Pflicht. Das so war, glaube ich, also Horror mit ein bisschen intellektuellem Anstrich oder einer smarten Idee oder einer Metaebene, wie zum Beispiel Psychokrankheiten oder irgendwas da eingebaut, was es ein bisschen wertiger oder spannender oder
ansehnlicher macht und unabhängig von klassischen Jumpscares oder so. Ich habe ein bisschen Angst, dass so die ersten anderthalb Stunden so ein bisschen ein paar Leute verloren gehen auf der Strecke, weil bei mir war das auch so, gerade die erste Stunde dachte ich, okay, was gucke ich hier und wann geht's endlich los? Aber ja, man ist am Ende sehr belohnt, wenn man wirklich dem Film die Zeit gibt und die braucht der Film auch und das ist auch okay so. Aber wirklich mal dranbleiben und mal wirklich mal schauen, was passiert. Ja, sehe ich genauso. Ja. Und das kannst du heutzutage ja nicht mehr bei allen Filmen machen. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe auch schon gemischte Meinungen gehört. Also die meisten waren auch extrem positiv. Aber es gab auch mal die eine oder andere Meinung aus dem Bekanntenkreis, die einfach gesagt haben, war voll langweilig. Ja, aber das ist halt gruselig. Ja, und das ist das Ding, mit welcher Grundvoraussetzung du da rangehst. Ich meine, wir haben ja heutzutage nun mal halt auch dieses Genre des Slowburners, da würde ich halt auch so ein House at Night dazu zählen. Stimmt, der ist so, und das sind halt die Filme, die halt von dir ein bisschen Konzentration, ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Geduld vor allem erwarten oder erfordern. Und ja, ich meine, in den meisten Filmen gibt es einen Payoff. Würdest du Innkeepers als Slowburner bezeichnen? Ja, würde ich schon als Slowburner bezeichnen. Ich habe immer gedacht, dass Slowburner eher etwas ist, der sich lange Zeit nimmt, um die Geschichte aufzubauen, um die Spannung aufzubauen und dann irgendwann abfeuert. Ja, ist doch so. Würdest du ja auch das so definieren? Ja. Okay, weil bei Innkeepers hätte ich eher gedacht, das ist ein ruhiger, sehr extrem ruhiger Film. Aber da passiert ja schon, ist ja schon spannend die ganze Zeit. Ja, okay, vielleicht nennen wir es Gruselfilm dann eher. Kenne ich auch nicht. Okay. Inbetweeners? Nee, Innkeepers. Innkeepers? Ist der, was der größte von Ty West oder der bekannteste von Ty West? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ist mit so sein Bekanntheits. Zwei Freunde, ein Mädel und ein Typ sollen auf ein Hotel aufpassen. Okay. Ja, dann. Das ist es. Das soll schon passieren. Und sie hat die Theorie The Innkeepers von Ty West. Und sie hat dann das Gefühl, das sind Geister. So. Und er nicht so. Okay. dann geht's los. Okay. Und ich sage nur, wenn sie sagt, Wenn sie so nah im Keller gegenüberstehen, die Freunde, und versuchen gerade irgendwie Kontakt aufzunehmen, auf einmal guckt sie so leicht nach oben und er so, wo guckst du hin? Sie so, steht direkt hinter dir. Oh, das ist so fies. Unangenehm. Da saß ich wirklich so, und da habe ich mich so zu Tode erschrocken. Und direkt so. Nice. Trotzdem nicht umzudrehen. Er hängt ja so. Ja, ich würde mich auch nicht umdrehen. Ich würde in die Richtung laufen. So fies, ey. Sie guckt die ganze Zeit und nichts passiert und auf einmal. Er so, was ist denn? Sie steht. Boah, so fies. Apropos fies, Sean, ich würde mal deine Auswahl noch zu Ende bringen wollen. Zumindest eure Gäste, die Gästeauswahl. Du hast dann noch The Sadness genommen, solchen Horror aus Taiwan, der wirklich tricktechnisch splattert vom Allerdeluxesten. Ich habe mir gestern extra angeguckt, deswegen. Und wie findest du? Ich hab dir was dazu geschrieben. Du hast gesagt, das ist ein richtiger Hirnfick. Ja. Genau, das habe ich geschrieben. Im wahrsten und im übertragensten Sinne ist das ein Hirnfick. Okay. Nein, also ich bin ein bisschen ängstlich darüber oder ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich ihn lustiger fand, als ich ihn hätte finden dürfen, vielleicht. Also ich mag die Splatter-Szenen sehr gerne. Aber das ist halt auch nicht my cup of tea, das ist nicht mein Horror. Mhm. Horror ist halt super individuell, jeder hat Angst vor anderen Sachen. Den fand ich super unterhaltend und sehr, sehr lustig tatsächlich. Wo ich dann zum Beispiel bei so Filmen, wo andere sagen, da passiert ja nichts, da ist super langweilig. Da habe ich halt irgendwie die Hose voll. Aber ich fand ihn sehr gut. Also von den Effekten her fand ich den top. Ja. Also natürlich finde ich immer noch so Sachen wie, darf ich das sagen, sowas wie Braindead. Dankeschön, wusste ich jetzt nicht. Ist von der Liste? Finde ich immer noch piep. Finde ich immer noch besser. Mhm. Aber das ist ja auch lustig. Technisch, also vom Technischen her, ist der schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Von wann ist der? Recht neu, letztes Jahr. Letztes Jahr. Wie heißt der noch? The Sadness. The Sadness. Also, ich muss auch sagen, ich hatte auch viel Spaß im Kino. Wir waren zu viert im Kino, zu dritt. Und dadurch, dass wir zu dritt im Kino waren, war das so ein bisschen wie, wir sitzen auf dem Sofa zu Hause, gucken den unter Kumpels, trinken dabei Bier und reden auch so ein bisschen dazwischen. Also, ich fand es schon sehr heftig. Aber was ich so geil fand, oder was mich so beeindruckt hat und was ich so geil fand, war, es waren nicht Zombies. Es war was anderes. Ja, genau. Es war eine andere Art von Krankheit. Und das war ja mehr so ein Wahnsinn, der die Leute so antreibt. Und das fand ich sehr geil. Und vor allem, was ich ja spannend fand, gerade in der ersten Hälfte, dass du als Zuschauer halt Schritt für Schritt erstmal so immer mehr siehst und verstehst, was macht das eigentlich mit den Menschen? Was machen diese Infizierten eigentlich? Eine Pandemie in einer Pandemie quasi. Genau, und das es fängt halt so an, ja, okay, die sind einfach brutal wie Zombies und die greifen an. Aber dann merkst du immer mehr oder lernst quasi immer mehr dazu, was das auslöst. Als Zuschauer meinst du? Genau, und was die machen. Und dadurch wird es eigentlich nur noch ekelhafter und
grausamer irgendwie. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr Junji Ito kennt, so ein Manga-Autor, der macht Horror. Da habe ich letztens ein paar Bilder von gesehen, so, ja, so mit so ganz wilden, schwarz-weiß, stacheligen Figuren mit unter so riesen anderem. Fratzen und genau. Das ist ja auch von Crossed, glaube ich, auch viel, ne? Davon, Crossed war, glaube ich, eine wirklich eine Referenz, also beziehungsweise eine Inspiration, das haben sie auch schon gesagt. Ah, okay. Ja. Also ich meine, vielleicht gab es auch keine Verbindung zwischen Junji Ito und dem, aber ich muss ein bisschen noch denken, weil bei Junji Ito auch oft Charaktere sehr wahnsinnig werden und sehr viel Lust am Töten und Zerstören bekommen. Und das finde ich sehr geil. Und ja, die Technik ist sehr gut, diese ganze Handmade-Gewalt. Irgendwann wurde es so over the top, dass es auch fast schon Comedy wurde, gerade durch diese Nachrichtensendungen dann, die dann so schon fast albern vorhersehbar waren. Aber also ein bisschen, ich muss sagen, es gibt so, also das letzte Drittel oder das letzte Viertel des Films hat mich, fand ich, nicht so stark. Und wenn das richtig gut gewesen wäre, dann wäre das echt so ein All-Time-Favorite-Horror geworden. Jetzt ist er so kurz daran vorbeigeschraubt. Weil, also bei mir ist es, ich finde es immer sehr wichtig, dass der dritte Akt wirklich delivered und satisfying ist. Egal, ob ein böse oder ein gutes Ende hat. Es ist so. Ja. Also, sonst, also es kann ein Film zerbrechen oder total. Kann ihn aufwerten. Wenn ein Film okay ist, aber hat ein mega Ende, wird es ein guter Film. Genau, genau. Dann, wenn es ein richtig guter Anfang, eine coole Mitte, aber ein enttäuschendes Ende hat, ist es automatisch in der Wahrnehmung ein schlechter Film. Genau. Aber dürfte ich einfach mit dir kurz über das Ende reden? Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt hier was einblenden müssen. Spoiler! Ich mach kurz zu. Wo läuft er? Amazon habe ich ihn gefunden. Aber wenn du sagst, der dritte Akt, ne, das hol ich nicht so ab. Was ich aber so interessant fand, gerade beim Ende, ne, ist doch die Tatsache, dass sie ja nochmal mit ihm redet, bevor sie dann eventuell das Haus verlässt, das Krankenhaus. Dass er halt aber noch bei Sinnen ist. Also, dass es nicht einfach nur so ein Zombie ist oder was auch immer, sondern dass er halt auch wirklich noch nachdenken und reden kann. Und das war für mich ein Reveal, das war mal was Neues. Ja, das stimmt, das stimmt. Dass das nicht einfach nur so dümmliche Leute sind, sondern dass sie halt wirklich noch Zusammenhänge finden und normal reden könnten, ne? Ja, stimmt, wobei ich das Gefühl hatte, dass das auch vorher schon klar war. Ach so, okay, weil da war das für mich dann nochmal so, ach krass. Okay, vielleicht hat das mal auf den Punkt gebracht, so, ne? Ist der aber noch am Start, weißt du? Ja, das macht, also ja, rein innerlich ist es gut, aber ich fand halt so ein bisschen, also wie sagt man, durchläuft so Stationen. Dieser Epidemie. Ja, doch, kann man sagen, ja. Okay, und dann, ja, immer neue Informationen. Ich mag sowas, so das Beobachtende und das Faszinieren daran. Und was versteckt dahinter und wie funktioniert es und so. Und dann sind die irgendwann in diesem Krankenhaus ab der Hälfte des Films. Die haben ja auch location-mäßig, fängt es in der Wohnung an, dann in der Stadt, dann in der U-Bahn und so und so. Und dann will der Freund sie retten und sowas. Und irgendwann landet man in diesem Krankenhaus. Und für mich war das so, halt, und wann dann, was kommt danach? Was sind die nächsten Steps, die nächsten Level, die nächste Station, die nächsten größeren Dinge, die man auch über diese Wesenhaftigkeit bekommt? Und ich habe mir so ein bisschen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so, was passiert, wenn alle Menschen so infiziert sind? Wie funktionieren die als Gesellschaft oder als Gruppe? Man hat so ein bisschen gehabt im Krankenhaus, das war so ein bisschen das Finale für mich, wo dann echt so ein ganzer Haufen so eine Orgie hat. Ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sowas, eine gigantische Orgie und alle finden es geil, müsste irgendwie das Finale, müsste das Finale sein. Und ja, dann wärst du aber wieder bei das Parfüm. Ja, das stimmt ein bisschen, das stimmt. Und ich bin so voll. Oh, ich kann nicht mehr vergessen. Ja, aber ja, sagen wir so, grundlegend, ich fand so ein bisschen, der hat die ganze Zeit so einen Rise gehabt am Inhalt, Interesse und was das geboten hat. Und irgendwann war es dann so, blieb es einfach noch da. Raff ich aber. Und es ist trotzdem gut, auch das dritte Akt ist gut. Aber wenn der dritte Akt outstanding gewesen wäre, dann wäre das halt ein All-Time. Der dritte Akt, meinst du? Ja, der dritte Akt, sorry, der dritte Akt. Ja, der Akt, genau. Genau. So, Freunde, ich muss euch leider ein bisschen unterbrechen. Ja. Ich muss nochmal, also du hast dann noch, Sadness ist bei Amazon und du hast noch Der Unsichtbare, das neue, die Neuauflage mit. Wollte ich auch machen, sehr gut, ich danke dir. Ja, super Film. Über eine junge Frau, die von ihrem Mann, also Angst vor ihrem Mann hat, der sie flüchtet vor ihm, flüchtet zu einem alten Freund. Er stirbt oder beziehungsweise scheint sich vermeintlich selbst umgebracht zu haben, aber sie hat das Gefühl, sie wird verfolgt und keiner glaubt ihr. Spannende Neuansicht auf das ganze Thema. Super. Ich würde jetzt einmal kurz abhaken wollen, was wir alle haben, damit keiner irgendwie seine Tipps nicht an die Zuschauer oder Zuschauerinnen geben konnte. Andy hat noch unter anderem The Visit von M. Night Shyamalan. Ja, einfach nur, als wer Bock auf was Kleines, Günstiges hat, Shyamalan, der sich ein bisschen zurücknimmt und eine klassische Gruselgeschichte erzählt mit einem nicht schlechten Twist. Ja. Also hätte es nicht gebraucht, aber war auch gut. Der kann sich den mal angucken. Ich glaube, der ist auch nicht lang, der ist 90 Minuten wahrscheinlich oder so. Wenn man mit der Grundidee wirklich
Da gibt's ein paar Haken in der Logik, okay, aber ich finde, The Wizard kann man mal machen. Ja, dann hast du noch Der Fluch, The Grudge, das Remake, das erste von 2004 mit Sarah Michelle Gellar. Der ist nur da deswegen drin, weil es für mich, ich glaube, es gab für mich kein unheimlicheres Erlebnis als diese erste Szene, wenn sie da den in der Wand nach oben aufs Dach, auf den Dachboden klettert und da rumleuchtet. Ich glaube, im Schrank, meinst du? So. Ja, im Schrank hoch und dann guckt sie oben, so, guckt sie rum. Ja, ja, schön. Und das ist, und ist das nicht der mit Ja. Und dann wird sie spätestens wenn sie verfolgt wirkt und läuft in ihre Wohnung und macht die Tür zu und schließt ab und läuft in ihr Schlafzimmer und macht die Tür zu und schließt ab und geht in ihr Bett und macht die Bettdecke über den Kopf und schließt und ab. Hängt dann dumm und schließt den Keuschheitsgürtel ab und denkt dann so, jetzt ist alles gut, und auf einmal merkt sie das unter der Bettdecke plötzlich hier, was sich bewegt. Und dann macht sie hoch und dann kommt hier dieses Mädchen hoch. Alter, hurra. Also, das ist auch so eine Urangst, ne, die wir ja seit Kindheit haben, ne? Also das entweder was unterm Bett ist oder unter der Bettdecke, und dann spielt der Film einfach genau da. Das ist einfach so gemein, ey. Und allein dafür würde ich den Film empfehlen. Cool. Auch wenn das Original besser ist. Ja. Dann darf ich eine ganz kurz eine Warnung aussprechen. Ja. Eine Anti-Empfehlung. Guck auf keinen Fall den allerneuesten The Grudge an. Das ich Remake. Hörte schon, dass das ganz, ganz furchtbar. Daniel schrieb so, welchen Grudge meinst du denn? Ich so, naja, das Remake natürlich. Also, nee, welches Remake? Ich so, was? Ich hab gerade auch das erste Mal gehört. Ich wusste gar nicht, dass es wieder was Neues gibt. 2020 von dem Mann, der eigentlich so vielversprechend angefangen hat, von diesem Nicolas Pesce, oder Peske, wie er heißt, der hat diesen Eyes of My Mother gemacht, den ich ziemlich cool fand. Das weiß ich sehr gut auch. Ja, und der hat dann diesen Piercing gemacht und jetzt halt das The Grudge Remake, und das Remake ist so furchtbar. So eine Katastrophe. Unfassbar schlecht. Also wirklich unverständlich, wie das passieren konnte. Eyes of My Mother, du, der hat mich damals schon ordentlich, umgehauen, tatsächlich. Ja, und Andy hat dann noch Hannibal und Roter Drache. Ich hab noch auf Netflix. Schreib mal auf Eyes of My Mother, bitte. Okay. Hannibal hatten wir hier schon mal diskutiert, weil wir hatten diskutiert, ist es ein Horrorfilm oder ist es kein Horrorfilm, weil es ist, wenn dann, der erfolgreichste Horrorfilm jemals in Deutschland. Ja, aber Roter Drache werde ich mir jetzt nochmal anschauen, weil an den habe ich eher schlechte Erinnerungen, weil ich mich damals so ein bisschen angeödet gefühlt habe durch eben den Fokus auf die Figur von Ralph Fiennes. Ja, ich fand den auch nicht so befriedigend. Habe ich vor 3 Wochen das letzte Mal noch geguckt. Ach so? Ja. Okay. Ist immer noch gut. Also ich finde den auch, ich glaube, das ist ein bisschen formbedingt, wie man sich den anguckt. Manchmal finde ich den richtig toll. Mhm. Weil ich dann wahrscheinlich nur auf die starken Momente achte, und manchmal achte ich nur auf das Negative und denke so, oh, das ist echt ganz schön doof. Aber ich finde auch, mir gefällt das Ende nicht, mir gefällt auch Ralph Fiennes Figur, das ist ja der rote Drache, der will ja das Bild nachher auch auffressen, ne? Das Edward Cooper oder Blake, Blake-Bild, das Gemälde, worüber wir vorhin gesprochen haben, bei Nope. Wo wollte ich jetzt hin? Dass er das gegessen hat. Es ist sehr großer Fokus. Also man denkt am Anfang, man kriegt hier diese klassische Krimi-Geschichte, da geht jemand zu Lecter und versucht irgendwie einen Serienkiller zu fassen. Und dann kriegt man halt schon fast ein Psychogramm eben von diesem Mann, der halt irgendwie nicht weiß, wie er mit seiner, sag ich mal, Unsicherheit und alles und mit seinem Wesen umgehen kann. Und es ist ein unsäglicher Regisseur, das merkt man dem Film leider auch. Brad Ratner, der Regisseur von Rush Hour. Grausam. Ach, Regisseur ehrlich? Ja, das ist einfach. Aber dafür finde ich den okay. Also ich muss auch sagen, es ist mit einer seiner besten Arbeiten. Ja, ne? Also, ja, das muss man sagen. Und ich meine, und wir haben meinen heißgeliebten Philip Seymour da, glaube ich, als Arschloch-Reporter drin, wenn ich mich recht erinnere. Edward Norton. Edward Norton ist da drin. Und aber ja, ich mag das. Also wenn man sich für die Hannibal-Story interessiert, ich hab's deswegen da drin. Ich habe gesehen, Hannibal ist auf Netflix und es ist Red Dragon auf Netflix. Ja. Ich sag, cool. An Hannibal habe ich mich mittlerweile gewöhnt, obwohl ich den damals echt enttäuschend fand, weil ich halt Ultra-Fan von Silence of the Lambs bin. Dito, ja. Aber jetzt so mit Abstand, ich finde, man kann ihn gut gucken, und wenn man nicht jetzt die 5-Sterne-Ultra-Filme erwartet, sind das okay, 4-3,5-Sterne-Filme. So. Ja. Okay. Kennt ihr eigentlich den alten Red Dragon? Ja, Manhunt, oder wie heißt es? Manhunt. Michael Mann, ja. I don't. Auch interessant. Leider auch nicht. Ryan auch gut. Also ich finde ihn sogar fast einen Tick besser. Oh, okay. Als Red Dragon, meinst du? Ja. Aber ich muss mal Red Dragon nochmal sehen. Ich würde gerne noch Julias Tipps irgendwie noch schnell mal erwähnen, weil das wäre so ein bisschen unfair sonst. Ich habe eine richtig schöne gemischte Tüte. Zum einen hast du Still
oder Hush, genau. Wie er heißt, von Mike Flanagan. Ja, und mit einer Blumhouse, Leute. Ja, eine Aber stumme, don't get me wrong, mega Film. Blumhouse macht mega Film. Eine stumme Autorin, ne? Sie ist taubstumm, genau. Taubstumm. Aufgrund einer Meningitis hat sie mit 13 quasi ihre Stimme und ihr Gehör verloren. Und erzähl da nicht. Sie versucht halt, schneller als. Ja, sie versucht halt in ihrem abgelegenen Haus ihren Roman zu Ende zu schreiben und wird halt von einem Killer bedroht. Oder beziehungsweise von irgendeinem Irren. Aber meiner Ansicht nach toller Film. Ja. Ja. Vor allem darf ich nur eine kurze Sache, ich weiß, es ist jetzt schwierig, aber was ich bei dem Film gerade so gut finde, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation und euch fehlt einer der wesentlichsten Sinne, das Gehör, wenn jemand versucht, in euer Haus reinzukommen oder euch zu verletzen oder was auch immer, was der da macht, dieser Mensch. Das finde ich so krass, weil dieser Reveal, dass sie ja eigentlich nichts hört oder dass sie taubstumm ist, kommt, während sie kocht. Man hört so knistern und die Geräusche aus der Küche und die Kamera dreht in ihre Perspektive und plötzlich hörst du nichts mehr. Mhm, und da dachte ich, oh, das ist aber smart gelöst. Mal, klar, jeder kennt Stille, aber dann nochmal so, shit, was ist denn, wenn da jetzt einer klopft? Kriegst du halt nichts mit. Mhm. Und sie stellt sich auch nicht dumm an. Das finde ich halt wiederum auch sehr gut. Und hat das Drehbuch auch mitgeschrieben, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Das wusste ich nicht. Also, super. Der hat damals nicht so 100% gute Bewertung bekommen, glaube ich, weil er kurz nach dem anderen Don't Breathe kam. Ja, und dann aber hieß, das war ja der Kontrast auch sehr hart. Nee, nee, klar. Aber da hieß es, oh, ist wieder sowas jetzt, okay, gleiche Story, aber jetzt ist halt nicht komplett anders. Nicht blind, sondern jetzt ist er taub oder sie ist taub. Ja. So, aber ich fand den überraschend gut, muss ich auch sagen. Ja. Dann hast du Run auf Amazon. Ja, Run? Ich habe extra mal zwei, so Hush und Run, das sind ja jetzt erstmal nicht Horrorfilme per se, aber ich dachte, das ist vielleicht mal was für Leute, die sich keinen Creature-Horror angucken möchten, die sich nicht übernatürliches oder was Gewalttätiges ansehen wollen. Vielleicht mal psychologischer Horror. Psychologischer Horror, was genau. Was ist denn das, Run? Da geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die Tochter ist, glaube ich, an den Rollstuhl gefesselt und die Mutter ist sehr überprotektiv. Oh Gott, nee. Und das, ja, das hat aber einen bestimmten Grund und so weiter. Sau spannend. Glaube ich. Sau spannend. Und ein Film, über den ich mich gefreut habe, dass du den genommen hast, den fand ich nämlich auch gut. His House heißt der. Da geht es um ein Flüchtlingspaar, das jetzt nach England kommt und dort in ein Haus gesteckt wird. Und ja, schon da sehr viel im sozialen Horror ausgesetzt ist. Ne? Deswegen finde ich den auch so gut, weil es nicht nur der Horror in dem Film selber ist, sondern auch, die fliehen beide aus dem, also beziehungsweise sie fliehen zu dritt aus dem Südsudan, ne? Kriegsgebiet. Mhm. Rial, wie heißt er nochmal? Boll und die Tochter Nyagak fliehen halt, wie gesagt, aus dem Südsudan, weil da Krieg ist und die erhoffen sich jetzt Asyl in England und wollen dort ein neues Leben anfangen, nachdem sie leider auf der Überfahrt über das Meer ihre Tochter verloren haben. Oh, okay. Ist leider ertrunken. Und der Film heißt unter anderem auch His House, weil es jetzt um die Perspektive von ihm geht, von Baal oder Bol, ja? Genau, der nicht so ganz sich damit auseinandersetzen kann, dass seine Tochter tot ist. Er versucht halt ganz schnell, sich da einzufinden. Er versucht schnell, Englisch zu werden. Sie wiederum möchte trauern und möchte an den alten Kulturen festhalten. Und durch die Verdrängung, die er macht, passieren Sachen. Aha. In dem Haus. Und ist sich das Orangen oder was? Ja, das ist auf jeden Fall. Okay. Aber der hat mir auch gut gefallen. Der hat schöne Atmosphäre. Der hat vor allem am Ende dreht er nochmal einmal richtig schön auf. Ja, gute Idee. Auch was Neueres? Ja, ja, der ist auch neu. Und das ist der Hauptdarsteller aus Gangs of London. Ich wollte gerade sagen, ich kenne ihn auf jeden Fall. Und woher kennt man sie denn noch, seine Frau? Oh, weiß ich jetzt nicht. Die spielt ja auch überall mit. Ja. Also, schöne Empfehlung, den würde ich auch immer wieder gerne empfehlen. So, ich habe dann noch Vampire Nation auf Amazon. Das ist quasi The Road mit Vampiren. Ja. Ist halt ein bisschen billiger so, aber hat mich überrascht. Wirklich war es ist schon ewig alt und war damals so mit Kelly McGillis und gar nicht wieder zu erkennen. Aber den fand ich ganz cool. Dann habe ich Event Horizon auf Sky genommen. Finde ich, kann man immer wieder machen. Ich finde dieses Raumschiff ist halt wirklich einfach so fucking unheimlich. Ich habe den letztens halt in dieser 4K-Version jetzt mal gesehen. Und wirklich, ich brauche gar nicht diese Szenen aus der Hölle, die da angeblich noch existieren sollen und so weiter. Achso, du meinst jetzt Cutscenes? Ja, genau, die Cutscenes. Also da gibt's ja auch richtig schöne Legenden und was weiß ich darum. Und man hat schon alles Mögliche gehört, dass der Schauspieler, der Second Unit-Regisseur da mit Deformierten und Prostituierten gearbeitet hat und wirklich Sachen gemacht hat. Oder deformierte Prostituierte. Oder das, die halt an der Illegalität waren und so. Also dementsprechend, aber dieses Schiff, es ist einfach meiner Ansicht nach immer noch richtig unheimlich, was da im All gefunden wird und versucht wird zu erklären, warum das 7 Jahre verschwunden war. Wie heißt denn noch der andere trashige Horror-Thriller, Action-Thriller auf dem Schiff? Wo die Gangster nachts auf dieses
auf diesen Ozeanriesen, zu diesem Ozeanriesen fahren und dann eigentlich ausrauben wollen und dann plötzlich sind alle schon tot und dann sind diese Monster an Bord aus der Tiefsee, die Virus, Schlangenmonster. Octalus? Octalus. Octalus, der den Tod aus der Tiefe. Ah, der Tod aus der Tiefe. So ein trashiger Film. Deep Rising, aber der ist geil. Der macht Spaß. Und diese, diese Knarren, die sie haben, sind sie geil. So, und dann habe ich den noch. Hätte ich dazu. Und dann habe ich noch einen Film, das ist eine Empfehlung, für die komme ich wahrscheinlich in die Hölle. Aber ich habe mir dann doch gestern endlich mal, nachdem ich ihn wirklich schon seit Jahren auf der Netflix-Watchlist habe und ihn auch immer wieder angefangen habe, aber immer wieder ausmachen musste, weil ich halt wirklich nicht drauf klarkam, habe ich mir jetzt endlich mal Peeles oder Peeles. Und, oder Skins heißt der, angeguckt. Den kenne ich gar nicht, what? Von einem Regisseur namens, ich glaube, Eduardo Casanova. Skins? Skins heißt der, ja. Und es geht, ich glaube, den wollte ich auch noch nicht zeigen. Eduardo. Und da geht es um eine Menge deformierte Menschen. Es geht unter anderem um eine Frau. Oh, nett. Es geht unter anderem um eine Frau, die ihren Mund da hat, wo wir eigentlich unseren Darmausgang haben. Lösche ich wieder. Und also, weißt du, also Arsch und Mund sind quasi vertauscht. Es geht um eine Prostituierte, die keine Augen hat und schon seit sie, weiß ich nicht, minderjährig ist, da in so einem speziellen Bordell irgendwie durchgereicht wird. Es geht um so eine dicke Kellnerin, die irgendwie Geldprobleme hat. Es geht um einen jungen Mann, der eigentlich eine Meerjungfrau sein möchte. Es ist wirklich alles grotesk und fies. Aber wirklich normaler Montag. Alles in Pastellfarben und Fliederfarben und was weiß ich und rosa und so und wirklich surreal. Und es gibt eine Szene, da erzählt einer was wirklich, wirklich Mieses und danach rutscht eine Frau in ihrer eigenen Kotze aus und ich musste wirklich lachen. Und es ist wirklich krass, welche Gegensätze dieser Film vereint und er ist unangenehm zu schauen. Das als Warnung. Skins. Auf jeden Fall. Wie heißt der noch? Skins. Auf der Watchlist. Wo ist der, sagst du, Daniel? Bitte? Wo auf Netflix. Auf Netflix? Auf Netflix, ja. Also, MSK mit Vorsicht. 16, oder? Ich habe keine Ahnung. Mit Vorsicht zu genießen. Mal an. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Wir müssen jetzt noch was, wir müssen jetzt gleich was zu Andor noch aufnehmen. Ach ja. Und deswegen machen wir hier mal Schluss und Feierabend. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Tipps mitgeben, die ihr noch nicht kanntet oder die ihr euch vielleicht mal wieder anschauen wollt. Ich danke Sean, ich danke Andi, ich danke dir, Julia, dass du dabei warst. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich hoffe auch. Ja, beim Keanu Reeves Special kommst du auf jeden Fall. Keanu! Bist du auf jeden Fall angedacht. Aber nee, aber gerne auch vorher nochmal. Sehr, sehr schön, danke. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis, ja, vielleicht am Wochenende, da reden wir dann oder da kommt dann unser Video über Andor und nächste Woche feiern wir dann unsere 400. Folge live. Wow. Live. Wie viel Uhr? 20:30. 20:30. Andi, Eddie, Antje, Steven, ich. Wow. Es geht den ganzen Abend live, geil. Mindestens 3 Stunden. Es gibt eine Menge schöne Sachen. Mindestens 3 Stunden? Ja, 3 Stunden kriegen wir doch hin. Es klingt nach einer Drohung. Wir werden uns auf jeden Fall noch mit Infos melden oder es wird auf jeden Fall noch weitere Ankündigungen geben. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Habt einen guten Tag oder eine gute Woche. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.